Das ist irgendwann, verstehst du das Prinzip? Und darum wiederholen wir das jetzt und das Hinabsteigen in das Wort, das war unser Thema, dass du die Reife hast oder du hast sie nicht. Und du musst dir nichts, keine, immer wieder sag ich, du musst keine hebräischen Zeichen lernen. Du merkst es doch. Du lernst nur, wenn dich im tiefsten Innern was interessiert. Das ist das Beispiel mit einem Sechstel und einem Siebtel von gestern. Die nur lernen, dass sie das hinschreiben an der Prüfung und dann zwei Jahre später, wenn sie dann ein paar Klassen höher sind und die sagen, du brauchst dann den Stoff, dann sagen die, haben wir nie gehabt. Das Buch der Schande, Professor Dr. Wenz, Mathematikprofessor in Hamburg. Er sagt, was lernen wir eigentlich Mathematik? Er drückt es nicht aus, er sagt, ich sehe bei mir in meinem Mathematikstudium sind 99,9% absolute Vollpfosten. Im zweiten Semester Mathematik, was ist größer, ein Sechstel oder ein Siebtel? Und keiner weiß eine Antwort und wo er dann direkt anspricht und sagt, was meinen Sie, langt er in die Tasche, er sagt, hol seinen Taschenrechner raus. Zweites Semester Mathematik. Und ich sage, jeder Volksschüler, wo ich sage, jetzt ich als Vollpfosten in Niederhofen, was ich nur dritte, vierte Klasse, habe ich das gelernt. Wenn du neugierig bist, vergisst du nichts. Und was du nur lernst und rezitierst, dieses klassische, merkst du, es sind Zombies, es sind tote Zombies. Sein Buch der Schande, er bringt dann viele so Beispiele, wo dann für einen Normalen, der jetzt nicht tiefer in der Mathematik ist, zwar die Augen verdreht, aber es ist ja, wir reden hier von einem Mathematikstudium an der Universität. Das heißt, der muss jetzt erst im Abitur gemacht haben, dass er überhaupt sich in die Uni einschreiben kann. Und selbst das Zeug, was du am Abitur lernst, ist die große Masse einfach nur gelernt, dass du deine Prüfung hast und dann vergisst es wieder. Und dann brauchst du nur deinen Fachbereich, wenn du Apotheker bist oder das bist oder Arzt bist. Aber was du jetzt an Vorstellungen aufbaust, wie was funktioniert, ist wieder das Problem, ist es Ausgedachtes. Und da musst du irgendwann begreifen, am Anfang ist das Programm der Schwamminhalt. Das war ja unser Ausgangspunkt, die da war hier, wo die Diana mit, was ist eigentlich jetzt der Schwamm und was ist der Inhalt? Das habe ich da nochmal klarlich gestern in dem Gespräch. Weil da immer noch viele Fragen sind, obwohl ich das in ganz einfachen Worten eigentlich immer dasselbe erzähle. Und all das intellektuelle Zeug ist es nicht. Die Erleuchtung, wo ich dir gerade erklärt habe, das ist es. Und du brauchst Bewusstsein, zu erkennen, was Bewusstsein ist und was Gedanken sind. Zu erkennen, was immer ist, erfordert die Fähigkeit, was zu erkennen, was als Ding an sich nicht existieren kann. Und es kann nur ein Allereinziger erkennen, nämlich der, der als Ding an sich nicht existieren kann, das ist der, der den Traum erlebt. Der jetzt natürlich schon wieder was Ausgedachtes ist. Ich sage das immer wieder dazu. Und wer denkt sich den jetzt aus, der den Traum erlebt? Weil das ist jetzt schon eine Figur, ein träumender Geist, den wir uns ausdenken, der träumt. Und nur so fragen, was ist eigentlich ein träumender Geist als Ding an sich? Und dann, wenn ich sage, mit dem Körper, mit den Augen, mit den Augen zumachen, es ist so verbunden mit der Identifikation mit dem Körper, der man zu sein glaubt. Und Holofeeling heißt letztendlich, jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, das heißt, jede Information, die in dir auftaucht, gleichgültig, ob es jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob du das ganz bewusst jetzt dir bewusst machst, das denke ich ja jetzt bloß, das Schneewittchen, ist vergänglich. Was verändert es an mir? An dem, der das sieht, an dem, der das denkt, der jetzt natürlich was Gedachtes ist. Was bin ich? Und in dem Moment, das ist das, was du in dem Leben zu lernen hast. Punkt. Dann waren wir ja eigentlich nur hier. Entropie. In deinem Umfeld als Figur. Gerade hier und jetzt, hä? Wir waren ja eigentlich nur hier, um dir zu helfen, bis du erkennst, dass wir als Figuren nichts verstehen. Ich bejahe jetzt das, weil selbst immer diese große Erkenntnis, egal was irgendeiner behauptet, du wirst von mir nie hören, dass das nicht stimmt. Das ist auch ein bisschen. Ich bin der Werwolf, der alles macht. Der Lupus. Und wir wehren uns. Ja, auch das ist vor. Kann sich keiner raussuchen. Ja. Ja. Das ist der Schlüssel. Kann keiner raussuchen. Oh. Oh. Hey, Bezi. Siehst du, da hast du den Teufel im Nacken sitzen. Und das hat jetzt aber dauert. Bist du schon lang da? Ist doch immer. Ich habe jetzt so lange nach einer geisterreichen Antwort gesucht, aber ich kann es mir nicht raussuchen. Ah ja.
Schon aller Wahl, oder? Jetzt habe ich schon wieder im Rausch. Wie sieht denn, ne? Schon aller Wahl. Oh, so schaut's aus. Nicht, dass du jetzt langsam was Neues einfallen lassen will. Ich habe gedacht, es riecht nach Schwefel. Ich habe zuerst an ihn gedacht, aber habe ich nicht gesehen. Lieber Holger, Betsy. Ja, Betsy, würdest du den Stuhl freimachen für Inge? Und da kommt oh Gott, das ist noch schlimmer kann es ja fast nicht. Heute bist du in die Zange genommen. Heute bitte mal die Zange genommen. Heute hat es nicht leicht. Dumme Frage. Also lass von vorne. Ja, ja. Dafür kommt das Darm noch wieder. Das da. Das da? Das da ist noch auf Orchesterfahrt. Und wo ist denn? Irgendwo in der Nähe von Nürnberg, irgendwas mit Steiner. Bla bla. Bei Neustadt an der Eisen. Ist die Orchester spielen die? Geige halt, Schulorchester. Ja, Geige weiß ich ja wo. Im Schulorchester. Und die machen geben Konzerte oder sind sie ja von Konzerten? Ja, nee, geben Konzerte und jetzt sind sämtliche. Musikschüler, die sind jetzt alle auf der Orchesterfahrt. Die sind 100 Stück, also von der 7. bis zur 12. Wir sind ein paar Busse. Ja. Richtig was los. Das ist einmal, wo man denkt, wenn du hier, Redo, wenn jetzt zum Beispiel ein Dreh siehst, du sollst dir kein Bild machen von dir. Eine imaginäre Sache. Dass wenn du jetzt diesen Rieu und den André, was auch immer, Namen habe ich zurzeit Schwierigkeiten, ihr wisst aber, was ich meine, dass du dann immer wieder, wenn du dann deine Konzerte siehst, mir geht es jetzt nicht um die Musik, mir geht es nicht um den Typen, es ist jetzt reine Hirnwitzerei, dass du dich irgendwann einmal, der hat einen Welterfolg und der hat ja ein Riesenorchester. Und dann solltest du dich einmal fragen, was verdient eigentlich einer seiner Musiker? Wenn ich jetzt sage, der hat das Riesenorchester und jetzt schaust du, was der für Tourneen gibt, für Welttourneen, und dann müssen ja diese ganzen Musiker mit dem ganzen Zeug, was dabei ist, in ein Flugzeug verfrachtet werden. Und dann frage ich, was, wenn die jetzt hier ein Konzert geben in San Francisco oder irgendwo in Italien, in Verona, ist ja, kannst du tausende von Konzerten abtun, muss ja der ganze Bulk, muss ja hierhin gefrachtet werden und die müssen ja mit Sicherheit auch ein paar Euro verdienen und nicht unbedingt weniger, wenn es gute Musiker sind. Und dann tust du das alles einmal mit Hotelkosten alles aufaddieren und dann haben wir ein Konzert. Was kann da eigentlich überbleiben? Es ist natürlich klar, wenn ich einen Marion Barth habe, den ich in ein Stadion reinstelle, wo 75.000 Mann drin sind und jeder 50 Euro Eintritt bezahlt, dass da was überbleibt. Und du kannst ihn finden. Aber die Masse macht es, der ist klasse. Und da ändert sich die Wertung und immer schön, es ist so schön, die Wertungen anzuschauen. Und du wirst merken, in Filmfällen ist dann auch irgendwie ein physikalisches Prinzip dahinter, dass du irgendwann erkennst, das kann eigentlich gar nicht so sein. Aber was kann eigentlich nicht sein? Das ist es sein. Was ist eigentlich, was ist da? Und wenn du dich einmal mit der Erleuchtung, ich habe gerade so schön die Erleuchtung erklärt, das Spektakuläre ist, dass es total unspektakulär ist. Es ändert sich von dem Moment, wo du wirklich erleuchtet bist, von einem Augenblick zum nächsten, wir reden jetzt nicht von Zeit, Zeit, das ist, du hast in die Richtung gedreht, von einem Blick auf den nächsten, ändert sich an dem Absolutsystem eigentlich überhaupt nichts. Es ist einer, der immer ist und das, was rausspritzt. Die Erleuchtung ist in dem Moment passiert, wo dir bewusst ist, wer du bist und was deine Gedanken sind. Und nicht nur, weil du das jetzt logisch, weil dir das logisch erscheint. Schau, jetzt darf ich wieder, ich wiederhole immer wieder, weil wir gerade ein paar waren und jetzt sind noch einige andere da, wobei die das alle schon zigfach, wenn sie die Offenbarungen studiert haben, gehört haben. Es ist dieses einfache Spiel. Jetzt raumzeitlich, du siehst im Internet eine Internetseite, wo ein neues Programm, ein neues Betriebssystem, nennen wir es einfach, ein neues Programm angeboten wird mit fantastischen Möglichkeiten. Kostenlos. Und du sagst, okay, das schauen wir mal an und du lädst jetzt aus dem ganz tiefsten Innern dieses Programm auf deine Festplatte. Ist ja immer noch weg. Jetzt hast du das drauf und du wirst bis zum Nimmerleinsdorf warten, dass das, was du jetzt gelesen hast, was das Programm kann, dass das plötzlich in dir passiert. Weil du hast es zwar jetzt auf deinem Computer drauf, es hat ja nichts gekostet, das ist Holo-Feeling, aber du hast es nicht installiert. Um das zu installieren, ist es interessant, erfordert es, was du zuerst das Ding wie ein neues Betriebssystem, das H, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, Computermetapher, dein Leben baut auf deinen Schwamminhalt und das, was du da aus dem Schwamminhalt rausspritzen lässt,
Wobei ich immer wieder betone, dir muss klar sein, das ganze Wissen deiner Menschheit ist auf deinen Schwammen halt drauf. Du benutzt es bloß nicht. Wenn du träumst, jede Internetseite, die du anschaust, kommt aus dir. Wie viele Internetseiten von den, jetzt, ich benutze das Wort unendlich, wie viele Internetseiten schaust du dir an und dann wirst du merken, ein Nichts von einem. Und das ist immer ein relativ, weil wir immer Verhältnisse setzen müssen. Jetzt kommt mir übrigens, Margot, Peter, die Sache hier, wo ich das erste Mal mit Ivan zusammentroffen bin. Da war ja ein Vortrag, ihr war doch, glaube ich, in den ersten auch, wo ich mir den rauspickt habe, mein Ivan. Und dann habe ich gesagt, du bist so intellektuell belesen. Du bist hier Max-Planck-Institut, hier Doktor, bla 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 bla. Und neugierig, und ich habe den Virenschuldbund behandelt, und du merkst die Größe, weil ich eigentlich in dem Vortrag nur mit dem gesprochen habe. Und dann sag ich, du bist für mich ein kleingeistiger Hosenscheißer. Steht der ältere Professor Dr. der 50 Jahre am Max-Planck-Institut Forschungen betrieben hat, ein Problem versucht hat zu lösen, und ich sage, du bist der kleingeistiger Hosenscheißer. Und jetzt zeigt sich die Größe von dem, er lächelt mich an und sagt als erstes, und du bist der totale Spinner, aber ein sehr sympathischer Spinner. Habe ich für ein Kompliment aufgefasst. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass ich ihn dann, da waren wir ja bei der Inge noch in einem Vortrag, dass ich ihn, er hat 50 Jahre in ganz tief ein neugieriges Kind versucht, ein Problem zu lösen, wo er war zuerst in Grünau, zum Forschungsinstitut, hier unsere Wildgänse, bei dem. Und extrem Medizin, Physik und Psychologie, das sind drei Doktortitel, wo er gehabt hat. Hier mache ich jetzt in dieser Geschichte, muss ich immer dazu sagen, für den Normalen, um das erwähnt zu unterstreichen, die ist, weil sich intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, wo du dich in der Medizin auskennen musst, in der Physik auskennen musst, Sterne, und in der Psychologie auskennen musst. Es ist eigentlich hier gegangen in einem gewissen, im weitesten Sinn um Astrologie, aber um die Lunarperiodik, inwieweit Forschung auch hier, inwieweit das Zeug wirklich auf Menschen einwirkt oder auf Tiere einwirkt. Und ich habe in den 5 Minuten die Lösung gegeben. Das ist so, das heurige KW zeichnet ein Quadrat mit 3 Strichen. Du versuchst 50 Jahre beruflich von morgens bis abends das Problem zu lösen. Und dann hau dir doch einer in die Fresse. Wenn du dir und das Problem liegt nicht an dem Problem, sondern weil du neben dir gestanden bist. Jetzt haben wir 2 Seiten. Sage ich, ich stehe neben mir, wenn man sagt, er steht neben sich, betone ich in der normalen, einseitigen, materialistischen Auslegung, der ist nicht ganz Bachen. Okay? Ich sage jetzt, ich drehe das um und mach's positiv. Du musst neben dir stehen und dich beobachten, wie du alles andere beobachtest. Nicht sagen, das bin ich und das bin ich nicht. Du musst dich zu einem Gedanken machen, wie jeden anderen Gedanken auch, dann stehst du neben dir. Das ist dann ist es Bewusstsein aus dir herausgewachsen und nicht einer, der sich immer noch verwechselt. Dann hast du dich gelöst von den Menschen. Du wirst der reine Beobachter oder der träumende Geist, in dem ein Spiel ist. Okay, auf jeden Fall. Ich will jetzt aber da eine andere Metapher machen. Und das war wie ein Faustschlag und dann hat er zittert und dann hat er mich in den Arm genommen. Ihr kennt das alle. Ich will aber auf eine andere Metapher raus, die kommt gleich. Und wo er dann sagt, du bist, es gibt's gar nicht, was du alles weißt. Und was ihn so fertig macht, dass ich so normal bin. Er hat keinen Zweifel mehr, dass ich wirklich der bin, der ich zu sein behaupte. Was ich da behaupte, ist ja eigentlich, dass ich du bin. Ich bin der, der mich jetzt ausdenkt. Das ist neu, das ist so neu. Das ist heute Morgen übrigens, ich muss fast die Geschichte nochmal erzählen, jetzt hier mit Redo, weil man über Universalienstreit, habe ich ihn dann letztendlich nur über Wörter ganz klipp und klar darauf hingeführt, dass er, ob es ihm passt oder ich eigentlich die ganze Zeit mit seiner Diana schlaf. Es ist in Büchern seit Jahrhunderten festgelegt. Und zwar geht es die Versalien. Nein, es ist hier, pass auf, ich mache jetzt ganz, ich, wir haben die Wörter Universal, ich mache jetzt den Ding auf für dich. Es ist also so, dass es geht nur um das Geheimnis der Worte. Und jetzt ist es, dann fällt er mir um den Arm und sagt, es ist, was mich so fertig macht, dass du so normal bist. Also wie soll ich denn sonst in einen Traum in Erscheinung treten? Mit Flügelchen hinten? Oder hier mit der Metatron in der Dopa? Ich bin der Metatron. Ja. Es sind doch alles Vorstellungen. Das ist dieses, das Lamm, wo der Johannes so oft sagt, die sind so tief, dieses, was ja für einen geistreichen Naturwissenschaftler ist, das religiöses Geschwätz. Aber hier diese Symbolik, wo einer das erkennt, das ist die vom Ivan genau der Punkt gewesen, wo der Johannes sich niederkniet und das Lamm anbeten, wenn ich sage, spinnst du, ich bin nur derselbe Brüssel wie du, meine Scheiße stinkt genauso auf der Ebene wie deine. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Schon verrückt, ne? Ja. Aber jetzt kommt eigentlich, ich habe jetzt für nochmal das in Erinnerung gerufen, dass ich da, glaube ich, bei der Mutter war das,
Da habe ich ein Beispiel gebracht, so, es ist alle eine Frage des Maßstabs. So, pass auf, wenn wir jetzt hier ganz normal eine Skala nehmen, hier von 0 nach oben macht man einen Pfeil. Jetzt ist natürlich schon, jetzt für ein PC, kurz, wenn man Frequenzgänge sieht, da hat sich mal bei den Boxen, die Frequenzgänge, die sollten ja möglichst linear sein. Okay? Und dann hast du normal bei jeder Box immer so einen Aufdruckführer, den Prospekt gehabt, immer tschick, 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 tschick. Ich mache jetzt das normale Denken. So, der große Witz ist, wie ist hier dieses Zück, 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 wie groß ist hier? Wenn ich hier zum Beispiel 15 dB mache, habe ich einen Strich. Wenn ich das aber 1 dB mache, sieht es ja so aus. Weil ich ja über die Länge nur den Strich habe. Aber wenn ich jetzt da die Auflösung nicht anschaue, was ist, kann das ja totaler Strich sein. Weil was macht ein Zentimeter aus? Okay? Und das Prinzip ist, wenn ich jetzt, ich mache das einmal so, wenn ich sage 0 und da oben mache ich einen Pfeil. Und mir dann das einmal überhaupt nicht bemaßen. Und jetzt sage ich ein schönes Beispiel. Wir machen jetzt einmal das reine intellektuelle Wissen, wo ich ja behaupte, in Almener schon, dass jeder normale 40-Jährige ungefähr gleich viel intellektuelles Wissen hat. Die große Schwierigkeit, die große Schwierigkeit, ich kann doch den Ivan, Professor Dr. Dr. sowieso, der sein ganzes Leben studiert hat, wo das ganze Haus von oben bis unten voller Bücher ist, kann ich doch nicht vergleichen mit irgendeinem Hartz-IV im Finger, einem Vollpfosten wie Bezi oder sonst was, oder in Kambo, der hier die meiste Zeit kann ich doch nicht sagen, dass der genauso viel, gleiches Alter vorausgesetzt, genauso viel intellektuelles Wissen hat. Ich sage, Moment, du redest von Qualität, ob das jetzt mehr Qualität ist, wie ich rede rein von Quantität. Pass auf, du nimmst jetzt den Ivan und den fragst du, und der kann dir raus sagen, der Philosoph, das ist so die Kirchhoffs. Eine Haufen Bücher, der Kirchhoff in unseren Videos, oder der Lesch, wir Physiker wissen ja, und der hat das und das und das und das, die sind ja so gescheit. Jedes Ding, das die äußern, ist eine gewisse Menge von ihrer Datei. Das ist jetzt die Menge der Daten, die er zum Denken benutzt, nämlich intellektuelles Wissen, und er haut hier Bilder raus. Aber du solltest wissen, einer in dem Alter benutzt denselben Schwarz, auch wenn der überhaupt nichts studiert hat. Was der zum Beispiel kann, der kann dir die Bundesliga geben. Mir fällt jetzt unser Hüttinger ein. Unser Hüttinger, eine kleine Geschichte am Rande, bevor ich da weitermache. Ich schiebe jetzt immer Zwischengeschichten ein. Ich gehe mit ihm zu uns aufs Amt. In Weißenburg ist ja ganz seltsam. Wenn man Weißenburg, alle, die nach Weißenburg ziehen, sagen, es ist das dann mal seltsam. Er hat sich angemeldet. Ich bin mit dabei gewesen beim Hüttinger. Dann gehst du da rein ins Einwohnermeldeamt. Dann ging schon mal ein Club vorne. Erster FCN. Nürnberg ist, die sind ja mittlerweile nicht mal mehr in der Bundesliga, aber ein Großteil der Bevölkerung steht trotzdem geschlossen in der Club, obwohl die nicht in der Bundesliga sind. Und was viele nicht wissen, der Holger hat recherchiert, alles, wenn ich was sage, es ist immer noch der Nationalrekordmeister in Deutschland. Und wie oft muss Bayern noch gewinnen, dass es einholt? Irgendwann hast du mal, die müssen noch zigfach gewinnen, dass sie die Siege haben von Nürnberg. Jetzt sind die natürlich schon fast in die Drittklassigkeit abgerutscht. Aber das spielt keine Rolle. Er ist ein absoluter Clubfan. Und wie klein die Welt ist, der meldet sich an, der sieht die Clubfahne. Und dann, er ist ja auch sehr affin gewesen, er war ja bei Wolfsburg. Und dann kommt dieses Thema Fußball, und dann ist der Udo daneben gesessen, und dann ist da ein Feuerwerk losgegangen, dass die das Spiel waren. Jetzt musst du erzählen, ich habe mal nicht gemerkt. Das war damals in der Regionalliga, da war der erste FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig, haben in einer Aufstiegsrunde gespielt, in einer Gruppe, gegeneinander. Und da habe ich dann erzählt, dass ich mit dem damaligen Jägermeister-Express, Günter Mast aus Wolfenbüttel, übrigens Einführung des Sponsoring im bezahlten Fußball, wenn man eine Dauerkarte für die Heimspiele kauft, dann darf man umsonst mit dem Zug nach Nürnberg fahren zum Auswärtsspiel. Und da habe ich dann halt drüber gesprochen, und der Hüttinger kannte jedes einzelne Ergebnis aus dieser Gruppenphase, unter anderem... Wir reden von einem Zeitpunkt. Ja, das war in den 70ern. 20, ja. Und ich sage jetzt gleich einmal Cut. Und dann gibt es zum Beispiel ein Spiel, da hat Nürnberg gegen, ich glaube, Tennis Borussia oder Tasmania, haben sie mit 7-1 gewonnen. Und der Hüttinger wusste noch genau, bei welchem Spielstand, nämlich 5-0, das Gegentor gefallen ist. In welcher Minute das war. Und das habe ich überprüft. Stimmt. Und jetzt pass auf, Cut, ich habe jetzt Cut gesagt. Ja. Meinst du, wer das alles weiß? Der sich in Heuge jetzt ausgedacht hat. Es kommt aus deinem Programm. Du meinst, du hast damit nichts zu tun. Wenn du träumst, ist alles, was in dir auftaucht, dein Programm. Wenn ich jetzt diese spezielle Parzelle, diese Datei in deiner Datei
als Heugerwissen definiere, das ist jetzt eine Geschichte, es ist immer, egal was du erlebst, was du träumst, kommt aus dir. Aber du meinst, du hast damit nichts zu tun. Und jetzt, was ich zeigen wollte, dass mir jetzt einmal der Schwamm, jetzt kommt der Widerspruch, wir brauchen zwei Seiten. Ich sage, es ist auf deinem Programm, ist alles drauf, aber du sagst bloß ein ganz kleiner Teilbereich, das ist, wo du benutzt, zum Denken benutzt. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich spreche jeden Menschen, ihr habt ja eigentlich jede individuelle Programme, ist eigentlich nicht das Programm anders, sondern das, was ihr von dem Programm benutzt, macht die Individualität aus. Und das reine quantitative Mensch, ich sage jetzt, wir haben einen 50-Jährigen, dieses quantitative Menschen, was für ihn aktuell ist, wo er ständig in einen Wechsel dahin geht, was ihn interessiert, dann dahin geht, das ist gleich. Dass du nämlich einen Hartz-IV-Empfänger, der nie auf einer Schule war, Schulabbrecher, der nur arbeitslos war, der kann dir sämtliche Bundesliga-Ergebnisse runterpredigen, so wie der andere dir das Periodensystem runterpredigen kann. Es ist rein, die quantitative Datenmenge ist bei dem Volldeppen und bei dem Hochstudierten ist der genauso Volldepp. Er hat nicht mehr Wissen. Er hat nur anderes Wissen, wo er sich einredet, sein Wissen ist wichtiger und das Wissen ist banal. Es ist einfach nur, Wissen ist Wissen. Ja. Verstanden? Jetzt komme ich zu meinem Ivan zurück. Ich sage zu meinem Ivan, pass auf Ivan, wenn ich jetzt den Standard-Otto-Normalverbraucher nehme, und da habe ich jetzt, das habe ich natürlich dann im Nachhinein erklärt, sorry, und ich sage jetzt, an rein, was du hochwertiges Wissen definierst, ist der in dieser Skala, sag mal, wenn ich jetzt das hinmache, wenn wir das hinschreiben, ist der bei einem Zentimeter. Und ich sage jetzt, du hast dein ganzes Leben studiert, hast drei Doktortitel gemacht, du bist da 12 Zentimeter. Okay, das wird jetzt jeder bestätigen, wenn ich sage, ich nehme irgendeinen Campo-Pfosten oder sonst was, der hat auch seine Lebenserfahrungen. Und der, der nur studiert und geforscht hat, ist ja hat der einen Intellekt. Das alles Zeug. So, wir machen einfach mal, es geht, du wirst gleich machen, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Ich sage mal, der hat 1 Zentimeter Wissen, geistreiches Wissen und du hast 12 Zentimeter geistreiches Wissen. Ist das ein Riesenunterschied? Aber pass auf, wir relativieren das jetzt einmal. Ich lasse das gleich, 1 cm, 12 cm und jetzt mache ich eine neue Tabelle und dann schreibe ich da oben hin 1000 Kilometer. Ja. Ich sage, das bin ich. Und jetzt schau mal, wo ihr zwei seid. Alles klar, es ist alles eine Frage des Maßstabes. Dann ist es lächerlich. Jetzt kommt wieder mein Satz, wo ich sage, wie fühlst du dich, wenn du jetzt mit deinem Wissen, das du jetzt hast, intellektuell, mache ich Schnipp und du wirst plötzlich, schaust du aus den Augen von Ameisenaugen raus, du bist immer noch derselbe Geist, bloß sagst, hey, was ist jetzt los? Du denkst an deinen Körper und denkst an den Ameisenkörper. Und jetzt gehst du in einen Ameisenhaufen rein und jetzt erklär mal den Ameisen, was du alles weißt. Und jetzt kannst du ungefähr vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich hier bei euch Brüssel auftauche. Aber jetzt kommt die große Deck, dass ich sage, du bist du. Ich bin ja du, es geht nicht um einen Gedanken, es geht um den, der sich das ausdenkt. Das bringt es auf neue Ebene. Da komme ich jetzt ganz kurz, ohne nochmal ganz weit auszuholen, wieso und warum, dass wir über diesen Universalienstreit, Uni ist das eine, Wasser ist ja das Drehen, dann habe ich noch gesagt, der Vers, was bedeutet eigentlich ein Vers? Muss ja was, Wetter, Universalien, weil ich ab und drüber, das war sehr schockierend, lass uns das mal, bevor wir das, ich habe Vers hingeschrieben im Lateinlexikon und dann schaue ich ja immer, wie sich das aufbaut. Okay, und dann soll ich, bevor wir das uns anschauen, gehen wir zuerst mal ein DWDS und den Vers ein. Wie beschreibt das DWDS eigentlich den Vers? Und du wirst dir jetzt wieder eingestehen müssen, wie bei den Filmworten, bei Mathematik, alles, was ich sage, Fakten, dass du eine komplett falsche Vorstellung hast von dem, was da drin steht. Schon die Vorsilbe Ns, unsere 4 Phasen von der Vorsilbe N im Einheitskreis, wo genau dieses Prinzip beschrieben ist, ist bei dem Wort, was ist ein Vers? Es ist schlicht, man meint immer, durch dieses Bibel, da stehen Verse. Ich könnte jetzt sagen, ein Vers ist sowas wie ein Satz. Würde ich jetzt sagen, ich denke mir jetzt Menschen aus, die natürlich das nicht anders beantworten können, wie ich es mir denke. Was denken die dann? Wenn ich jetzt einen normalen Menschen frage, was denken die dann, was das bedeutet? Und ich sage, wenn ich einen normalen Menschen frage, was bedeutet Mathematik, denke ich mir, dass die alle sagen, es bedeutet Rechnen. Wobei ich irgendwann einmal feststelle, dass die sich das ja gar nicht raussuchen können, dass ich mir denke, dass die das sagen und die werden das dann in meinem Traum auch machen. Was denken dann die Leute von mir? Das haben wir ja tausendfach durchgehabt. Darum soll ich, wenn ich Fragen stelle, das habe ich auch in all meiner, immer wieder wiederhole ich dasselbe, dass ich prinzipiell immer sage, stell dir vor, ich bin ein Kind. Ich frage dich nicht, weil ich irgendwas Besonderes wissen will, sondern mich interessiert, was du jetzt in dieser Verkörperung, das bin ja ich, ich will ja mich erforschen. Also wenn ich jetzt du bin,
in der Rolle, die ich bin, ich kann jetzt nicht sagen, meine Figuren in meinem Traum sind so, wie ich sie mir ausdenke. Jetzt werde ich aber der, der beobachtet und mir eingestehen muss, was würde jetzt sein, wenn ich jetzt der wäre, was würde ich glauben, was Mathematik bedeutet? Weil ich, wenn ich mir den ausdenke, denke ich mir, das sagen alle rechnen und das machen auch alle. Das ist ja doof, die machen alles das, was ich mir denke. Mir ist sogar aufgefallen, dass alle, wo ich mir ausdenke, genauso sind, wie ich sie mir denke. Ich denke mir, Scheißdrecks Politiker, korrupte Politiker aus, kriegst so einen Hals, du musst den Uda mal sehen, wenn der die Bildzeitung liest. Obwohl die doch gar nichts dafür können, dass ich die mir so ausdenke. Und ich mir nichts dafür kann, dass ich sie so ausdenke. Du musst dich komplett abkoppeln. Das wird alle erzählen dir das, aber die alle, die ich mir jetzt ausdenke, wissen das nicht, weil es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen. Du musst der Erste sein. Ab vorne. Ja. Hm. Also gut, darum habe ich immer, erwähne ich immer, das ist sehr wichtig für dich selber. Jetzt, gut, du bist jetzt vielleicht der Rolle, wo du Leute nicht fragst, aber dass ich dann immer sage, du stellst dir vor, ich bin ein Kind. Ich weiß, ich frage dich nicht, weil ich wissen will, was du glaubst, sondern was das bedeutet, Entschuldigung, ich frage dich nicht, weil ich wissen will, was das Wort bedeutet, sondern ich frage dich, weil ich es nicht weiß. Mhm. Papa, die reden alle von einem Problem. Was, ich kenne das Wort nicht. Was bedeutet Problem? Und dann schaust du mal, was die dir erklären. Jetzt frage ich dich, was bedeutet das Wort Vers? Ja, irgendein Satz, ein Stück, das ist es eben nicht. Weil da ist ja das Wert und das Drehen mit drin. Du hast jetzt erst einmal merken, dass das eigentlich genau genommen heißt, dass du in einem statischen Satz, ich kann es jetzt wirklich, müssen wir jetzt reingehen, wenn wir das machen, kannst du, habt ihr die, haben wir doch bestimmt, lass uns das vorlesen. DWDS, Vers. SBS, nicht so. Du hast nicht sauber gesprochen. DWDS, Vers. Hast du das den WLAN anzapft hier? Nö, ich habe jetzt mobile Daten, aber ist wurscht. Vers, da haben wir. So, dann ist Größe. Also lass das immer auf dich wirken. Das ist ein rhythmisch gestaltetes, oft gereimtes sprachliches Gebilde. Das heißt, du magst aus Worten, die du siehst, oft sage ich doch, schau Seite an, kannst du auf einmal anschauen. Wenn du jetzt aber da aus den Worten, die du auf einmal da hast, ein Geräusch machen willst, musst du aus der Seite zuerst eine Zeile, dann ein Wort selektieren und dann kannst du ein Geräusch draus machen. Der Vers ist das rhythmisch gestaltete, gereimte, sprachliche Gebilde einer Rede. Das hat mit dem Satz gar nichts zu tun. Du schaust die Worte an und jetzt magst du ein rhythmisch, du kommst dann übrigens bei Pferdere. Du machst aus dem Worten, denk an den Biegelmeter beim Ding, du machst ein rhythmisch gestaltete Geräusche draus, das bedeutet Vers und nicht der Satz, der da steht. Weil das vom Drehen kommt. Okay, wir gehen dann ein bisschen weiter, wenn wir in dem DWDS sind, wir gehen ein bisschen weiter runter und dann kommt in, du weißt ja, ich sag immer, du müsstest dich jedes Mal reinlesen und dann kommt ein ganz tolles lateinisches Wort im Lateinischen und dann schaut man das nach und dann steht da eigentlich der Werwolf, der das alles macht. Das ist das lateinische Wort für Werwolf, will ich nicht darauf eingehen, wobei hinter dem doppelt aufgespannten, erwachten Wolf ist ja der Lupus. Aber der Wolf, wie der hebraisiert, ist doppelt aufgespannt, OLF, 70, 30, 80, heißt in Ohnmacht gefallen sein. Du kannst bloß was machen, wenn du zum Träumen, wenn du in Ohnmacht fällst. Ohnmacht ist eigentlich, dass du deine Macht verlierst, du wirst benutzt. Und dann ist eine Erklärung, dass hier eine alte griechische Geschichte, bla bla bla, wo das herkommt. Und jetzt ist ganz heiß, dass der Jupiter, der verwandelt sich in den Afro, wie heißt der? Redo, wie war es? Afrophides? Amphitryon. Amphitryon, genau das ist er. Hä? Nein, das ist die Frau. Das ist die Frau. Also, Amphitryon, genau, Entschuldigung, stimmt. Der verwandelt sich und der ist im Griech. Und der Jupiter verwandelt sich in den und schläft dann mit den seiner Frau. Und jetzt ist natürlich, dass ich sage, jetzt müssen wir sofort in das Amphi reinspringen. Was ist das Amphi eigentlich? Die Amphibien kommen dir sofort in den Sinn. Was ist Amphi im Griechischen? Und das beginnt, das ist übrigens wieder so ein Stück in unserem griechischen Wörterbuch. Und das beginnt, sagst du mal, dass das eigentlich eine Unterform ist von Peri. Amphi ist eine Unterform von Peri.
Barry heißt der ringsum, die Peripherie. Die Unterform ist, dass Amphi ganz gezielt darauf hinweist, dass dieses ringsum sich mehr oder weniger reduziert auf ein vorher, auf die Seite und die Seite, auf gegenseitig reduziert. Das um dich herum. Und jetzt, wenn ich immer sage, meine Z-Achse, dass du ein Ding in der Z-Achse rausfokussierst und dann immer ein Gegenteil hast, und Amphi ist das komplette. Das Barry. Und dieses Amphi, das geht dann, jetzt schauen wir die Amphi runter, was dann für Wörter umzingeln und bla 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 bla, und das geht dann, kommst du runter, dann kommt irgendwann Amphibios, das Leben, Amphibien, das ist mit einem, da war doch irgendwas in der Johannes, mit einem Bein ist er im Meer, mit dem anderen Bein ist er auf dem Land, das baut sich dann so auf, und dann soll ich, dir muss eigentlich klar sein, habe ich gesagt, zu Diana, dass ich mich in den Redo verwandelt habe und die ganze Zeit mit ihr schlafe, das ist gar nicht der Redo. Aber sag. Das hätte ich dir nicht zugehört. Darum bin ich so eine Drecksau, du war ich für Und jetzt ist, jetzt macht dieser Sinn, ich bin du, macht jetzt einen richtig tiefen Sinn. Verstehst du dieses Ich bin du? Aber dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt, dass ich mich auch in die Diana verwandle. Ja. Weil es ist ja der, der es erlebt, der mittlere Geist, aber bloß die Perspektiven. Und jetzt merkst du plötzlich, dass die Worte, wenn du die Worte tiefer anschaust, auch in die Mythologien reingehst, dass die einen vollkommen neuen Kontext kriegen. Und wie ist der Redner so? Ja, die Hülle, die Rolle, die ich spiele, ist so, wie sie gespielt wird. Wichtig ist, wer ist es, der es erlebt? Es gibt Filme. Ja, und da kannst du, darum sag ich, dieses im Anfang war das Wort, es raubt dir enorm, du merkst, du weißt ja, was das mit Menschen macht, wenn dich auf Holofliegen einlässt. Naja, so ist das Leben. Sind das die Filme, wo man mindestens 18 ist zum Anklicken? Genau, okay. Du hast ja alle. Große Wissensspeicher. Oder einmal kurz zwischendurch für mich, soll ich Marion heute holen? Oder? Ja. 17.30 Uhr oder Ja. Uhrzeit? 17.30 Uhr. Okay. Ja. Ja. Und darum ist das Spiel, muss man immer alleine spielen. Da ist nicht mit besser oder schlechter. Du wirst immer, wenn du dich selber beobachtest, wenn man sehr, sehr aufmerksam hört, dass man sich immer irgendwie besonders oder ausgegrenzt gefühlt. Ich höre jetzt einfach mal, lass uns an so Nadja und Klaus denken. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Glaub mir, den Klaus ist verdammt gut gegangen. Und wie geht's ihm Klaus jetzt, wenn du ihn denkst? Geht's ihm genauso gut? Weil den Gedanken Klaus, es wird sehr herzlos, du wirst abortisch. Oder der will mich oder der will mich nicht oder der interessiert sich für mich, als ob sich irgendein Gedanke, den du dir denkst, dich für dich interessieren könnte. Oder der liebt ja den mehr wie mich. Es ist doch alles ein Spiel von Illusionen, die sich in dir aufbauen, wenn du die Liebe bist. Und das große Geheimnis hier jetzt immer wieder, diese Endzeit, die wir jetzt haben, die Katastrophen, die prophezeit werden und die Welt wird untergehen und die ganzen Katastrophen, das passiert in der großen Erkenntnis, wenn du wirklich erleuchtet bist, kannst du nur jetzt erleuchtet werden. Es gibt ja nichts anderes. Und es wird sich von dem Moment, wo es wirklich installiert ist, und das ist der Unterschied, oberflächlich nichts, von einer Sekunde auf die andere, wenn du noch so denkst, nein, du musst sagen, das hier, immer jetzt, ändert sich nichts, oberflächlich bleibt es zuerst normal, ich sage, das lassen wir unangetastet. Das Einzige, was sich verändert hat, du hast jetzt das Programm vom Arbeitsspeicher, von der Festplatte in den Arbeitsspeicher reingemacht. Oder in den Computer im Ganzen. Das heißt, es erfordert, dass das, was dein jetziges Leben gemacht hat, das Haar, dass du das Neue nicht installieren kannst, wenn du das Alte, wenn, was ist dein Leben? Dein Leben baut auf ein Intellekt, auf deinen Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Du bist aber der Computer. Und wenn du mir das jetzige Leben schenkst, das heißt eigentlich, wenn du mir das jetzige Programm opferst, kriegst du ein neues Programm, ein neues Leben. Und dann machen wir aus dem Buchstaben ein komplexeres Programm, das ist das Wort. Haus, mein simples Beispiel. Und du merkst, dass sich ja im ganzen Heiligen Ganzen nichts verändert. Ich habe was dazu gemacht und damit beginnt ein komplett neues Leben mit ganz anderen Möglichkeiten. Aber wenn wir das jetzt installieren, läuft es lückenlos. Läuft es an deinem jetzigen Leben weiter. Das ist die Entrückung, die du hast, wo man meint, und jetzt muss man mein altes Beispiel mit meinen Würmchen am Himmel. Du erlebst nur das, was hier im Flugzeug rausquallt und denkst dir eine Vergangenheit in einem gewissen Punkt. Da haben wir doch schon in den Selbstgespräch ich und irgendwann einmal, ja, da bin ich geboren worden, aber kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich es vergessen habe. Es ist schon vergessen. Wie definierst du vergessen?
VR. Positiv verbinden oder verstreuen. Das sind schon mal die zwei Seiten, die wieder gleichzeitig da sind. Aber GSE heißt Geist sein oder Gehirn sein. Existieren, esse in Form von existieren. Ich habe es vergessen, heißt, ich habe es wieder eins gemacht. Und es wird immer wieder in dir auftauchen, solange bis du das wirklich begriffen hast, dass du es gar nicht rausnehmen kannst. Es bleibt in dir drin. Und da haben wir jetzt wieder zwei verschiedene Arten von innen. Das absolute Innen und dieses Information. Und schon das Wort Information sagt alles. Eine Information ist eine Form in dir. Und jetzt muss ich die zweite Seite von der Vorsilbe in im Lateinischen. Ist es ein göttliches Sein oder ist es eine intellektuelle Existenz? Rot-blau lesen. Darum ist es auch eine Verneinung. Wenn das das göttliche Sein ist, wird die Form in dir eigentlich vereint. Ich kann nämlich aus dem V auch ein F machen. Wir können es ja dasselbe Laut. Eine Verneinung. Punkt, Punkt. Deus Ivri ist unheimlich wichtig. Dass also hier diese oberflächlich war ich, dass ich jetzt der Cut mit unseren Würmchen, dass sich immer die Dinge ändern. Ich sage, in dem Moment, wo du erleuchtet bist, läuft das Ding, sagst du mal ganz normal weiter. Von einer Sekunde auf die andere. Das Einzige, was der Unterschied ist, was bisher hier eine Möglichkeit war, mit dem ganzen Wissen über Holofeeling, das aber nur auf der Festplatte war, ist jetzt das Programm ist installiert. Das heißt, es gibt keine Momente in dir auftaucht, wo du dich noch mit einem Gedanken von dir verwechseln würdest. Du wirst keine Sekunde vergessen, wer du bist und was deine Gedanken sind, egal was für die ganze Palette von der sinnlichen Wahrnehmung bis hin zum feinstofflichsten Hauch von Gefühl von Hunger oder Melancholie ist vollkommen gleichgültig, dass du weißt, es ändert an dir nichts, weil nichts verändert sich nicht. Die Gnade. Das ist dann hier, dann merkst du automatisch natürlich das Ende, wird dir auch klar, dass das nie in der Vergangenheit war, sondern weil wir haben das ja gedreht, dass du von unten, das ist jetzt durchschaut, das ist durch. Und alles, was materialistisch ist, dreht Geist und Materie, mein Klingelingeling-Beispiel, die Kausalität aus dem Kopf. Dass ich zum Beispiel jetzt beim Redo heute Morgen ganz kurz, habe ich oft angesprochen, auf vielen Selbstgesprächen, das Wort Entropie. Schau dir Videos an, geh ins Internet rein und dann sagen die, Entropie wird einmal ganz pauschal übersetzt, ohne in das Griechische reinzugehen, als Unordnung. Jetzt pass auf. Ich erkläre es dir jetzt geistreich um 190 Grad gedreht, um 180 Grad gedreht. Zum Beispiel eine viel benutzte Metapher, um Entropie zu beschreiben. In dem Zeichen so ist, wir denken uns ein Aquarium, ein Becken. Ganz normal, ich denke euch einfach vierjähriges Glas Aquarium. Wir machen eine Glasplatte rein und dann machen wir hier meinetwegen eine grüne oder rote Flüssigkeit und eine blaue Flüssigkeit. Rote und eine blaue Flüssigkeit. Das nennt sich hier Ordnung. Okay? Und Entropie, wenn ich jetzt das rausziehe, dann vermischt sich das und Rot und Blau löst sich auf. Und das nennt man Unordnung. Das ist jetzt eine einfache Metapher, um das zu beschreiben. Jetzt ist aber das griechische Wort N heißt innen und Tropos heißt Wendepunkt. Das heißt einmal Wendepunkt. Da gibt es eine vielfältige Beschreibung und wir bleiben einfach wieder bei dem deutschen Wort. Wir wissen, das W ist das W. Wir haben immer unsere ganzen einfachen Definitionen von unserem Buchstaben, wenn du die anschaust, das ist das W. Und jetzt ein Wendepunkt, acht auf das deutsche Wort. W-Ende in einem Punkt. Ja. Ja. W-Ende in einem Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt das mit Rot und Blau machen, wird es lila. Ja. Es wird was Neues. Und jetzt pass auf, jetzt nenne ich einmal keine Farben, sondern ich sage, da ist hell und da ist finster, da ist Tag und da ist Nacht. Und jetzt nehme ich diese Trennung zwischen diesen zwei Seiten raus und dann kriege ich den ganzen Tag. Kreis und Dreieck wird so ein Kegel. Ich erschaffe durch die Verbindung dieser zwei Widersprüche, erschaffe ich was vollkommen Neues, eine höhere Dimension. Die Synthese aus Lieben und Hassen, Plus und Minus, wird das Rote Plus Plus. Das Rote Plus Plus, was natürlich auch gespiegelt Minus Minus, dann wieder Plus ist. Das ist der Trick. Das heißt, solange du ständig was bekämpfst, um die gute Seite zu kriegen, die Krankheit bekämpfst, den Krieg bekämpfst, um Frieden zu kriegen, wird dieses Gehampel im Grund- und logischen Denken bis in alle Ewigkeit weitergehen. Das Gesund- und Krankbäder. Die Fähigkeit zu wissen, wie war das nochmal, ist immer noch geschwollen. Ich habe immer noch einen Berg.
Und jetzt wird auch jetzt, ich kann immer nur jetzt nachschauen, schon das nachschauen, ob da was ist, erfordert, dass ich an meinen Körper denke. Ich muss schon in die Datei von den ganz speziellen Körper rein. Jetzt ist der Berg da. Es kommt hundertprozentig der Punkt, wo ich sage, jetzt ist es da. Aber auch wenn ich an das da denke, es, was ich denke, ist immer eine Welle. Ich schaue immer bloß eine Seite an. Ja. Es ist so unendlich simpel. Und dann sollte man sich jetzt einmal fragen, jetzt denke ich natürlich wieder chronologisch jetzt für euch alten Hasen, wieso haben wir jetzt 20 Jahre gebraucht, dass uns das einleuchtet? Ich zeige dir das in all meiner Vorträge vor 20 Jahren. Dieser Satz, wenn du einen einzigen Satz, ich kann tausende machen, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Was verändert sich, während der Geist träumt, eigentlich am träumenden Geist? Was ist ein träumender Geist? Jede dieser Sätze, wenn du die wirklich durchschaut hast und dir eine richtige Antwort gibst. Und jetzt diese Vereinfachung, Kategorie 1 Fragen, Kategorie 2 Fragen, streichen wir komplett weg. Die beziehen sich immer auf irgendwelche ausgedachte Objekte, auf irgendwelche ausgedachten Zeitpunkte in der Vergangenheit, in der Zukunft oder Orte, die irgendwo anders sind. Das ist Kategorie 1 Fragen. Wenn wir nie erklären, was du bist und was deine Gedanken sind. Das ganze intellektuelle Wissen der Welt kannst du wegstreichen. Auf dem Weg zu dir selbst. Die Kategorie 2 Fragen sind einfach, wie stabil ist es, das richtig oder verkehrt, ist es schön oder hässlich? Fühl dich immer in eine Einseitigkeit. Du erwartest eine Antwort, die unvollkommen ist. Ist jetzt ein Wellerberg oder ein Ball? Dann wiederhole ich, das höhere Komplex ist jetzt, Betty, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche oder ein Badezimmer? Merkst du, wie doof das ist, wenn ich weiß, was eine Wohnung ist? Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass komplett alle intellektuellen Fragen, wo die Menschen interessiert, solche Schwachsinnsfragen sind. Was ist der Sinn des Lebens? Zu erfahren, was bin ich selber und was sind meine Gedanken? Also die Kategorie 2 Fragen kann man auch wegstreuen. Jetzt kommt die Kategorie 3, These, Antithese, Synthese. Und das ist eigentlich unser Qua im Lateinischen. Qua ist schon Affinität. Mhm. Affin, aufgespannte Erscheinung. Qua. Steht im Wörterbuch natürlich schon wieder vorher und nachher drin. Ist nicht, gibt es ja nicht mehr. Wir haben ja gedreht. Und das ist schlichtweg die Frage, warum ist das jetzt da? Und ich sage, da brauchst du kein Wörterbuch. Die kannst du dir sofort beantworten, weil ich das jetzt denke, weil ich das träume. Und warum träume ich das jetzt? Weil mein momentaner Schwamminhalt, mein Programm, das in mir aufwirft, dass ich erkenne, was ich bin und was meine Gedanken sind. Das passt immer, egal was da ist. Und dann langsam ist eine Vorbereitung da, dass du dann wirklich erleuchtet wirst. Und dann kriegst du das absolute Leck mich am Arsch-Gefühl, wobei du auf der anderen Seite in deiner Rolle das Programm, schau, bin schon wieder klitschnass, weil ich jetzt schon wieder in Rage geredet habe. Ich bin absolut nass. Das liegt am schwarzen Unterhemd. Ja, das habe ich extra angezogen, weil wenn ich jetzt das nicht, pass auf, logisch, da dich logisch, dass ich, wenn ich, wenn es jetzt richtig warm ist, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, habe ich nur das Hemd, ich ziehe jetzt das dann eh aus, dann ist es, solange kein Wind geht, wenn jetzt der Wind noch kalt ist, im Sommer macht mir das nichts aus. Aber wenn jetzt ekelhaft ist, wenn ich schwitzig bin und dann geht ein kalter Wind drauf, dann wird es noch kälter. Und darum habe ich das Unterhemd jetzt angezogen, da ist mir lieber nass, du weißt, wie ich beim Fahren, beim mit, weil das jetzt gerade vom Wind ist, wobei ich ja nicht einmal krank war oder was in dem Sinn, das habe ich noch nie, ich habe mich noch nie, wir sind ja oft bei 0 Grad vor mir, wo ich einpackt bin, wo ich mit dem Saunaanzug das probiert habe, Leute, ich lief ohne Ende, ich habe mich beim Fahrradfahren noch nie in irgendeiner Form einen Schnupfen wollte oder Kälte, wo ich glitschnass bin, auch bei 1 Grad. Ich habe einen Kompromiss und das hat nichts mit der Temperatur zu tun. Es ist ein Programm durchschauen, das ist jetzt aber uninteressant für euch. Und du musst das Leben weiterleben. Und sage ich, egal wer du bist, wenn du das verstehst, läuft der Film zuerst nochmal weiter. Du musst ich soll Holger spielen. Ja, natürlich, zieh ich aus. Mir ist nicht kalt. Mir ist nicht kalt, ist es nur nass. Jetzt ist es so, dass du trotzdem deine Rolle zuerst nochmal weiterspielst. Gleichzeitig, ob du der Beze bist, ob du der Nerd bist, ob du der Udo bist, egal wer du bist. Und du wirst feststellen, der Einzige, der in dich einbrüllt, bist du selber, wenn es dir scheiße geht. Weil du noch so viel nicht einverstanden, dieser einfache Satz, liebe deine Feinde. Und dann kann ich wiederhole immer selber, Meister Eckhart, die alten Mystiker lesen, du musst den Krieg genauso lieben wie den Frieden. Du musst die Krankheit genauso lieben wie das Gesundsein, sonst wirst du nie den Mittelpunkt erreichen. Dieses Eins, dieses absolute Einssein, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist sind eins. Das ist diese berühmte Trinität, die Gnede, die Form und der die Formen generiert. Und du kannst nicht einen dieser drei wegnehmen, ohne die anderen zwei zu zerstören. Das Symbol meiner 200 Gramm roten Nele, was ist die? Die symbolisiert das absolute Nichts, die E-Quadrat, den träumenden Geist.
Was ist ein träumender Geist, wenn er noch mal träumt? Es ist ja der träumende Geist und die Traumwelt ist wie der, der immer ist und die ständigen Wellen, die Unterschiede. Aber der, der immer ist, wenn da keine Unterschiede nicht sind, ist ja nur noch Wasser da. Aber schon das Wort Memim, Dieter, erinnerst dich, er heute Morgen, ich muss in Dieter-Programm eine Geschichte erzählen, ich erzähle es immer denselben, weil wir das Thema hatten, du erinnerst dich an den Vortrag hier innen, wo ich so extrem fast nicht sprechen konnte. Ja. Oh ja. Wo ich nichts rausbekommen habe. Und ich glaube sogar in dem Vortrag war das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war in dem Vortrag, wo ich ganz gezielt bei dir nochmal das Wort Memim, das Wasser, dir gesagt habe, wenn man nur dieses M-I-M anschaut, das sind zwei M mit einem kleinen Gott dazwischen. Das J, die 10, der kleine Gott, der sich aufspannt, dann haben wir da natürlich den Damm. Ja. Dieser geschlossene Schöpfer und der geöffnete Schöpfer, die geöffnete Schöpfung ist 2mm, Damm. Den stellen wir in einen longitudinalen Fluss rein, das ist ja das Hin- und Herbewegen, unsere 2, N70, 50, 70, 50, 6, den stellen wir rein und dann wird aus dieser Fluss, dieser longitudinalen Flussbewegung, wird hoch und dann lassen wir es wieder raus, hoch und dann lassen wir es wieder raus. Aber das kommt nicht von da und fließt nicht dahin, sondern das kommt von innen und fällt wieder rein, wenn wir das komplett drehen. Das ist in dem Wort Damm. Das ist interessant, dass du hier nur diese zwei, wie der Kain den Abel erschlägt bei dir. Nochmal der Abel, das Wort Abel heißt eigentlich nichts. Und Kain, das schreibt sich vorne mit einem Kopf, ist eine affine intellektuelle Existenz. Der wird danach unstet und flüchtig. Das heißt, in dem Moment, wo du vergisst, wer du bist, erschlägst du dein eigenes Rotes, deinen eigenen Geist, weil du dich mit dem Körper verwechselst. Das ist die Symbolik dahinter. Das weiß kein Theologe. Drum ist Abel ist nichts. Schreibt sich übrigens im Hebräischen Hebel. Nicht, wir schreiben im Deutschen H. Im Hebräischen steht auch ein He. Also H, Konsonant. Aber wir schreiben im Deutschen, macht natürlich auch einen Sinn, ab L. Hat jetzt hier ganz neu unser Folger noch reingestellt, hier die Zweierradigsten, wenn der Dreierradigste, der mittlere ist der Spiegelpunkt. Ab ist der Vater, als Af ausgesprochen, Hebräisch, Af heißt aufblühen. Und glaub ja nicht, dass irgendein Jude, ein Theologe, selbst ein hebräischer Sprachforscher das weiß. Und weißt du, wieso nicht? Weil es ein Gedanke von dir ist. Wenn du dir jetzt denkst, der weiß es, dann wird er dir, wenn du jetzt den aufsuchst in einem Raum, als Brösel und der Brösel sage ich, werde dir unheimlich viel erzählen über die hebräische Sprache. Aber die Figuren in einem Raum werden das erzählen, was du träumst. Das macht die Neugier aus. Der Udo, den du jetzt träumst, den du dir ausdenkst, der erzählt das, was dich eigentlich interessiert. Das ist immer auch, wo ich sage, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber die Figuren als Ding an sich wissen überhaupt nichts, die spüren auch nichts. Du musst kein Mitleid haben. Jetzt verschaffe ich einmal einen leidenden Menschen. Zack, ich sag Klaus. Wie ist denn Klaus gegangen, bevor du ihn gehst? Wie geht's denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, was ist mit Klaus? Ist mit dem Klaus was? Hängt jetzt davon ab, mit was für ein Wissen arbeitest du? Aber ist das Wissen nicht immer bloß einfach, habe ich gehört, hat man mir erzählt? Ja. Wie das Ding in Bewegung kommt plötzlich, wenn man einfach sein Denken beobachtet. Das ist die wirkliche Meditation und nicht, wenn man irgendein Osho oder was und irgendwelche Techniken macht. Das war... Ja, das ist das Spiel des Lebens. Und es bleibt was Intimes. Das erklärt dann plötzlich so unheimlich viel. Und man muss einfach die Rolle weiterspielen. Wenn ich jetzt weiß, das ist alles maßgeschneidert. Die Änderung oberflächlich ändert sich nichts. Die Erleuchtung ist, dass du ein totales lebendiges Marschgefühl kriegst. Es ist wie das Wetter, sagt der Udo immer. Dem Wetter ist so scheißegal, ob du dich drüber aufregst. Es ist hier mein Unterhemd, total wurscht, ob das jetzt nass ist oder nicht. Den Udo, den ich mir ausdenke als Ding an sich, dieser Gedanke, der wird immer so sein, wie ich glaube, dass es ist. Und das lässt du irgendwann, du schaust bloß noch. Das ist jetzt der Zustand, zu schauen, ohne, du schaust auch, wie interpretiert und gewertet wird, wie du selber interpretierst, wie andere, die in dir auftauchen, interpretieren und werden. Du schaust es einfach nur an. Deswegen habe ich es ja gemacht. Energieräuber nennen wir das. Energieräuber. Paarungsverhalten Filme. Ja. Und die Filmwisserei, wo man Leuten dann Angst macht. Ich sage, du hast unendlich viel Zeit. Du lässt immer eins aus den Augen, dass du der Einzige bist, der ewig ist. Figuren sind es nicht.
Oh, da muss ich ja noch so viel lernen. Ich kann euch ja mal ganz definitiv, ich mache jetzt mal es in einer lustigen Form, ich denke mich in die Vergangenheit. Und bei mir im Laden noch, wo ich dann hinsetze, das ist irgendwann, habe ich mich am Ende, wo ich dann schon eine Krise gekriegt habe als Udo, diese Verzweiflung, wo du merkst, die Physik stimmt nicht. Und dann war diese berühmte Woche, die ja so synchron läuft mit dem Jesus, mit der Auferstehung, die Wiedergeburt des Christus, dass du im Nachhinein das Datum anschaust und merkst, das ist seit Äonen in dem Programm vorherbestimmt. Und ich wollte es ja überhaupt nicht sein. Das ist immer wieder, wo ich dann die Woche, bitte für dich ganz kurz, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt hinsetzen. Und das musst du jetzt nicht glauben in meiner Welt. Ich könnte es jetzt, das, du weißt, ich bin sehr kritisch. Ich sage, schau in dich rein, wenn du jetzt was denkst, wenn du was glaubst, kannst du das vor einem göttlichen Richter beschwören, ohne an Meinheit zu schwören. Und dann ist nahezu schon alles weg, was du nachschwätzt. Selbst wenn du sagst, der Körper ist auch dann da, wenn ich nicht an ihn denke, schwörst du an Meinheit. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Siehst du deinen Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Du kannst es nur mit der Meinheit beschwören. Das ist das Tödlichste, was es gibt in Meinheit. Und du wirst feststellen, um dich herum sind nur Menschen, die Meinheit schwören, weil 99,99% von dem, wo die hundertprozentig sicher als bewiesen ansehen, Wasser besteht aus Wassermolekülen, ich befinde mich auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht und ich wurde von meiner Mutter geboren. Bin ja tausendfach darauf eingegangen. Und was denkst du bei dem Wort ich? An das. Jetzt denkst du dir eine Mutter aus, die du jetzt erschaffst, weil du sie denkst und die quetscht so ein kleines Ding zwischen den Beinen raus. Bist es du? Das ist ein Gedanke von dir. Also merkst du, wenn ich das so sehe und interessant ist, kannst du beschwören. Was du nicht beschwören kannst, ist, was dir bisher logisch erschienen ist. Dass das alles ein riesengroßer Witz ist und du hast die Beine noch nicht verstanden. Und dass das auch gar nicht nötig ist, dass ich die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, das erzähle, weil die gar nicht existieren, wenn ich so nicht denke. Das ist immer betone ich, du wirst plötzlich unendlich allein. Du wirst das Uni im Universum. Universum ist eingekehrt. Das spritzt raus und fällt wieder in dich rein. Jetzt erkennst du deine eigene Göttlichkeit. Jetzt wirst du zu einem Adam. Sieger wie ein Körper. Denke und ausgedacht. Das ist Frau, der unterirdische Glauben, weil du über den Jordan gehst. Und dass das wirklich auch die Bibel sind, Computerprogramme. Und das werden in deiner Welt erst welche wissen, wenn du es weißt und du denkst dir das in diese Köpfe rein. Das ist das, was ich jetzt mache. Rotes Ich. Obwohl es die dann trotzdem nicht wissen. Ich habe aber keine Hoffnung, dass das in den Kopf jemals reingeht, da, dem ich mir denke. Imaginäre Vorstellung. Ich kann ja nur sagen, das ist ich bin du, du bist ich, wir sind alles. Jetzt macht das irgendwie einen Sinn, auch das Wort Holofeeling, das Gefühl, alles zu sein, was ich anschaue. Jetzt Jesus habe ich gesagt, nehme und das Jesus-Leben ist für mich ein Leben, wie jedes Leben. Du wirst jetzt hochinteressant merken, selbst das Rumpelstützchen hat es gegeben, wenn du das so siehst, wenn du das als Weisheitslehre siehst, weil es bleiben ja nur Gedanken. Also du musst diesen Sprung machen, dass du aus dem Widerspruch was vollkommen Neues bildest, aber ich komme kurz zu meiner Erleuchtung. Ist jetzt einfach nur eine Geschichte, wo ich merke, ich habe gemerkt, dass die Physikbücher nicht stimmen, dass das, was ich entdeckt habe, stimmt, was vollkommen gegen Physik ist. Stochastisches Denken, es ist ja nur die eigene Welt. Diese Jahre, die ich verbracht habe, hier Boxen zu bauen, die total echt sind, wo ich immer noch in dem Wahn gelebt habe, wo ich gemeint habe, da kommen Schallwellen von außen in mich rein, bis ich gemerkt habe, dass da außen von gar nichts kommt. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel, da drum von irgendwelchen Schallwellen, die auf dich zufliegen. Dass du mit vielen Sachen auf der Analogplatte die Musik, das Orchester, die Instrumente gar nicht drauf sind. Dann landest du bei der Fourier-Transformation, dann leuchtet dir das arithmetisch ein. Das ist jetzt natürlich, braucht man Arithmetik dazu und Physik. Dass die Physik und die ganzen Physikbücher und die Chemiebücher dir diese Geschichte erzählen, wie die ganzen Religionsbücher. Also gut, ich sage, da muss ich jetzt irgendwas, das ist ja, wenn du so eine Frustphase, ich sage, ich muss mich jetzt nochmal hinsetzen und muss man mal das nochmal denken, wie man das ausdrücken kann. Dann aber in eine einfache Weise. Und dann habe ich angefangen, die Ohrenbohrungen, das Grundelement von den Ohrenbohrungen zu schreiben. Das habe ich, das erste Manuskript habe ich leider nicht mehr. War abgespeichert. Zwischen Buch und Mensch? Nein, das ist ja ganz, das war ein ganz vor die Ohrenbohrungen. Und jetzt kommt was, was ich euch erzählt, das war jetzt die Marion, dass ich hier, da habe ich daheim noch keinen Computer gehabt. Dass ich schreiben konnte, ich nur im Büro. Abends, tagsüber war ich laden. Und dann am Wochenende geschrieben, abends geschrieben und dann habe ich eine Woche. Und das ist, und da kann ich jetzt, mache ich einen Einschub, wenn du Bundeswehr oder irgendwann nochmal Dienste geleitet hast, wenn du nicht schläfst, ist ja eine Foltermethode, dass man dich nicht schlafen lässt. Du schaffst 24 Stunden gehen, 36 Stunden kommst du dann am Punkt, wo du schon wegkippst. Hi, geht rein. Kommst du an einen Punkt, wo du schon wegkippst im Einschlafen, dass du wirklich ein bisschen die Augen zumachst im Stehen, wenn man dich wohin stellt, wenn du irgendwie 48 Stunden, das ist eine Grenze, ich kenne das von meinem Bundeswehrtraining. Jetzt hatte ich auch nur einen Gedanke.
Einzelkämpferlehrgänge. Wie lange kann man wach sein? Was man auch als Folter benutzen kann, wenn man dich immer wieder wach macht. Da schmierst du weg und ich habe hier, und das ist eine ganz klare Aussage, eine Woche, komplett eine Woche. Ich habe angefangen zu schreiben, das war eine Woche rund um die Uhr wach gewesen. Und ich habe tagsüber Laden gemacht, ist heimgegangen und ich habe mich hingesetzt, habe mein Manuskript weitergeschrieben. Irgendwann so, ich muss heimgehen, dann gehe ich heim. War die Marion, war ich mit der Marion schon zusammen. Dann gehe ich heim und wenn du im Bett liegst und ich sage, es hat in mir gearbeitet, ich musste es aufschreiben, aber der Computer steht im Land, so ich, dann liege ich neben ihr im Bett. Dann sage ich, Spatz, beim besten Willen, ich habe überhaupt keine Ruhe, ich kann gar nicht schlafen. Ich setze mich ins Auto. Das war komplett eine Woche, habe ich rund, was physiognomisch überhaupt nicht möglich ist. Das setzt sich zusammen, war der Grundstein von Ich bin du geschrieben. Der Grundstein von Ich bin du. Wobei es gar nicht um eine Anlage geht, sondern was ist, und du kommst dann automatisch, wenn du durchdenkst, ach, das ist ja so. Es hat dieses Holofilling-Ding gemacht. Dass das ja nur ein Gedanke ist, es ist da außen nichts. Das ist die Physik. Es haben sich die Puzzlestücke irgendwie, wo in mir auftaucht, sind auf eine vollkommen neue Art und Weise zusammengesetzt. Das ist wie, wenn ich sage, die Vergessensspitze löst sich auf. Was natürlich das Schöne ist, was ich euch jetzt noch dazu sage, und es war dann hier, ich bin irgendwann am Sonntagabend um 5 Uhr oder was mit dem Wort, es ist vollbracht, heimkommen. Die Marion, was ist denn los? Ich muss dann auf die Arbeit gehen. Und die Marion ist ja, verlässt dann hier kurz vor 7, das war noch, wenn er, weil wir in Elling noch wohnen, die verlässt das Haus. Ich lege mich hin und so, jetzt schlafe ich mich aus. Das war so richtig, da ist eine Riesenlast abgefallen. Und ich liege ungefähr 10 Minuten, klingelt es an der Haustür. Bei mir klingelt es nie an der Haustür. Klingelt es an der Haustür? Ich mache die Haustür, stehen drei vor der Haustür, hält man einen Ausweis hin, Steuerfahndung, alle stehen und liegen lassen. Sie haben einen einzigen Anruf. Sie haben einen einzigen Anruf, wenn wir den Steuerberater, den Rechtsanwalt, alle stehen und liegen lassen. Und das war im Moment, der erste Gedanke war so, jetzt geht's los, die Auflösung. Alle stehen und liegen lassen hier. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, darf ich mich zumindest duschen? Darf ich mich duschen vorher? Sei, wenn Sie, und das war ganz klar, Sie haben in der Schweiz bei Debra, Betrag ist unwichtig, hoher Betrag, Sie haben da Geld angelegt, das war eine Steuer-CD mit Schwarzgeld. Sie haben Geld angelegt, wenn Sie uns erklären können, wo das Geld herkommt, wo Sie das her haben, buchführungstechnisch, dann sind wir sofort wieder weg, ist das in Ordnung. Können Sie uns das erklären? So ist selbstverständlich, kann ich das erklären. Auch korrekt, da darf man mit zuerst duschen. Und gut, selbstverständlich, dann habe ich einen Steuerberater, das sagt Steuerberater der Rechtsanwalt, den habe ich dann rausklingelt. Da habe ich gesagt, oh, der ist dann gleich gekommen, Etschel. Und dann habe ich geduscht und dann sind wir in Ellingen in der Küche, ist ja immer noch mein selber Tisch, mein Küchentisch habe ich damals schon gehabt, diese Ecke, dann sind wir am Küchentisch. Und ja, also wenn Sie uns erklären können, wo das Geld in Debra herkommt, dann sage ich, ich kann das erklären, aber wie viel Zeit habe ich? Und dann macht er einen großen Fehler. Er sagt zu mir, Sie haben so viel Zeit, wie Sie wollen, Herr Betscher. Wenn Sie es uns erklären können, wenn Sie uns erklären können, dann ist es in Ordnung. Falsche Antwort. Also für die Betty, aber da müssen wir jetzt das Maßwein, 4 Stunden später ist die Maßweinflasche auf dem Tisch gestanden. Und jetzt ist es, dass der Edschel mich verteidigt hat. Und ich sage, Herr Edschel, sind Sie ruhig, Sie müssen mich nicht. Ich habe jetzt angerufen, weil ich gesagt habe, ich soll dann so einen Rechtsbeistand, Steuerberater, Rechtsanwalt. Es gibt nichts zu verteidigen. Er sagt, Sie dürfen das nicht und bla bla bla. Und sich, und dann war der Steuerberater, der hat dann mit meinem Steuerbeamter mit dem Edschel fast zum Streiten, weil der Edschel mich dort total verteidigt hat und abgeblockt und ich muss das nicht sagen. Und dann sagt er, Moment, Herr Edschel, sind Sie bitte ruhig, ich will es doch erzählen. Das ist doch hier. So, und dann war der, wenn arm bist, nachher lege ich den Steuerbeamten an, dann sage ich, passen Sie auf, um eins klarzustellen. Diese gewisse Aversion, wo ich mal gegen meinen Steuerberater, weil er mich verteidigt, ich habe gesagt, er soll sich zurückhalten, ich erzähle Ihnen doch alles. Nicht, dass Sie jetzt das auf mich übertragen, sage ich, weil ich bin ja total bereit. Und dann, es war hochinteressant. Das Ende vom Lied, dass die so hin und weg waren von mir, wie die gegangen sind. Und es war ja dann, dann habe ich den ersten an die Steuerberater den Brief geschrieben, der ist in Du bist ich drin. Ja. Und dann ans Finanzamt als Erklärung, den berühmten Finanzamtbrief, der ja für sich ist, ein Kleinod, es hat dann noch einen zweiten gegeben, aber den habe ich leider nicht mehr. Ich weiß irgendwo, die Datei beim Umziehen von den Computer verloren gegangen, der war noch interessanter. Und dann kriege ich, pass auf bitte, um das klar zu machen, dann kriege ich ein paar Wochen später vom Finanzamt, kriege ich dann einen Brief, dass mein Brief im Großen und Ganzen sehr eindrucksvoll ist, haben sie mir geschrieben. Aber der kleine Beamte, der da sitzt, was uns in der steuerlichen Angelegenheit aber nicht weiterführt, wir sehen das alles ein, weil das sehr komplex ist, weil ich sage, ich kann euch das alles erklären, das bringt uns nicht weiter hier und er will ja den Vorgang vom Tisch haben.
Du musst dir mal vorstellen, da sitzt, denken wir uns jetzt aus, ein Beamter, der hier einfach einen Fall hat. Er hat es gesagt, er ist geldordentlich, Patebrei in der Schweiz. Und der muss ja privat, muss ja irgendwo aus der Buchführung, muss das Geld ja entnommen worden sein, muss er in den Büchern irgendwo in Erscheinung drehen. Und ich sage, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die vollkommen korrekt sind. Ich erkläre Ihnen das gerne, aber ich muss da eben weitermachen, was voll seriös ist. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann habe ich nochmal einen Brief geschrieben, wo ich sage, beim Besten, auch so wie ich den begonnen habe, ich das an Eidesstatt, ich beschwöre es, du weißt, wie der erste Finanzamtbrief losgeht, ich sage, ich kann Ihnen nur alles sagen, was ich weiß, war mit Harald Zenger noch, selber mit dem Zenger mitgegangen oder was da los war in Weißenburg, Putzi, Gembel, Metzger, Weißenburg, 30 Millionen Schwarzgelder ordentlich. Meins war kein Schwarzgeld. Unsere ganzen Kumpel, der Wüstputzi, der Metzger Gembel, hat 1,4 Millionen oder was gehabt. Metzgerei, der Gembel, wo man die sauren Zipfel essen. Schwarzgeld. Das ist ein Hintergrund. Auf jeden Fall, ich erkläre alles, was ich weiß, sag ich. Mehr kann ich nicht machen. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Und ich habe ja immer wieder darauf betont, wenn bei mir in der Buchführung irgendetwas nicht stimmt, ich habe einen Prokuristen seit 15 Jahren, ich kümmere mich nur darum, der hat mein volles Vertrauen und sollte der was falsch gemacht haben, stehe ich selbstverständlich dafür, gerade weil ich ihn das Verbrauchen geschickt habe, wenn er das missbraucht hat, war aber nichts. Ich habe bei meiner Steuerprüfung Auszeichnung gesagt, so eine mustergültige Steuerprüfung, also so Buchführung haben sie ganz, ganz selten, die so durchsichtig ist. Aber auf jeden Fall, ich habe den zweiten Brief geschrieben und jetzt pass auf, bei End vom Lied, ich habe dann ein Schreiben vom Finanzamt gekriegt, ich habe gemerkt, die haben mit mir die Schnauze voll. Die haben dann dieses Brief, wir sollen, beim Erich, ist ganz geil, wir sollen diesen Brief an die Buchführung, wir sollen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 250.000 Mark waren das damals, ich soll das in die Buchführung, die 250.000 Mark als Verlust buchen, soll das Schreiben dazu machen, das Finanzamt, bla bla bla, wir wissen Bescheid, es ist geklärt. Die wollten das vom Tisch haben. Wir wollten das vom Tisch haben und der Erich hat dann 250.000 Mark Verlust reingebucht, hat den Schreiben so gemacht und dann war das fertig. Und seitdem habe ich von denen nichts mehr gehört. Bis dann, wo ich dann, pass auf, und dann habe ich ja Jahre später, wie ich den Laden, der Erich hatte den Laden übernommen, habe ich meinen Laden alles hergeschenkt. Und soll ich zu meinem Erich, meinen Leuten, meinen Mitarbeitern, meine Versicherungen gelöscht, alles aus Lebensversicherung, alles Versorgung auszahlen lassen. Und ich hatte nur ein Konto. Ich habe also nicht der GmbH verschlüsselt, ich habe ein ganz normal vollhaftendes Einzelhandelsfirma, Ding eintragen. Und dann ist es auf dieses eine Konto. Und jetzt ist natürlich das Problem, die ganzen Zulieferer, die Lieferverträge laufen alle auf mich. Und wie ich das in Erich gegeben habe, hätte man das alles umschreiben müssen. Und der hatte ja Vollprokurator. Und dann haben wir gesagt, pass auf, Erich, du machst jetzt das einfach auf meinem Konto weiter. Da müssen wir überhaupt nichts umschreiben, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Und solltest du mal nicht mehr weitermachen wollen. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, wenn wir das Geschäft liquidieren, was ganz einfach, ich gehe und walte das Gewerbe ab. Und dann muss ich natürlich eine Endabrechnung machen. Das, wenn wir dann eine Endabrechnung machen, am Konto, das ganze Geld, wo drauf ist, könnt ihr komplett verblasen. So, es ist alles euer, geschenkt, der Laden, alles geschenkt. Ich will aber nicht, wenn dann ihr da nicht rechtzeitig die Bremse zieht, dass ich dann voll haften bin und ihr mir einen Riesenberg an Schulden überlassen müsst, sondern ich will, wenn du sagst, du machst Schluss, jetzt muss nichts mehr überbleiben, aber ich will, dass ich nicht an Schulden sitze. Und da muss ich sagen, war das so korrekt bei der Endabrechnung, es sind 8.000 Mark überblieben. Hat er gut getroffen. Und dann glaube ich, der Marion gesagt, jetzt kannst du wieder ein paar Monate die Miete zahlen. es ist also, die Endabrechnung war auch hochinteressant, dass ich dann, da habe ich das erste Mal wieder einen Brief ans Finanzamt geschrieben, wo ich gesagt habe, die sollen in ihre Akten ein paar Jahre zurückblättern, dass es bei mir, wenn eigenartig ist, dass ich das Geschäft jetzt aufgebe und dass ich hier beim Ausräumen, musst du ja Inventur machen, Endabrechnungsinventur, und das sind ja noch Unmenge an original verpackten Geräten, aktuellen Geräten da. Ich will nicht von Ihnen hören, die müssen ja irgendwo auftauchen, wenn ich einen Ausverkauf mache oder überbleiben. Und ich werde nicht groß, ich werde es herschenken oder auf den Müll schmeißen, wenn es keiner will. Und ich will nicht hören, dass Sie sagen, ach, von dem Verstärker waren ja noch 20 Stück da, da muss ja Geld reinkommen sein. Sag ich Ihnen gleich, blättern Sie zurück, was ich für ein Typ bin, wie ich ticke, und wir machen das an den und dem doch. Und wenn sie das nicht glauben, dass ich das wegschmeiße, ich darf ja mein Zeug wegschmeißen. Bloß wenn die sagen, das sind 20 aktuelle Verstärker, das kann ja sein, dass ich unter der Hand gehe. Ja. Okay, dann schicken Sie bitte an den zwei Tagen am Finanzamt vorbei, dann kann er zuschauen, dass ich es wegschmeiße. Ich habe ja das Recht, dass ich das wegschmeiße, und dann kann das mir nicht sagen, ich mache Schwarzgeld. Da hat sie aber keine Komma. Nein, hat sie keine Komma. Ist ja nichts mehr gewesen. Aber ich habe dann denen absichtlich geschrieben, wann
wenn ich das mache, schicken Sie an vorbei. Ich will von Ihnen im Nachhinein nicht hören. Habe ich gleich von vornherein, dass ihr sagt, da war ja noch so unheimlich Werte da in dem Betrieb. Der muss ja irgendwie ein Geld rausmachen sein. Ja, und die zwei Tage, das war's ja dann die Geschichte. Meine Frau hat Brotzeit beim Ausräumen und da war ein Nachmieter da, bitte. Wo ist denn das Geld, was du da in der Schweiz gelagert hast in der Geschichte? Das ist eine andere Geschichte. Das ist weg gewesen, aber das ist auch. Das hat mir immer gesagt. Nein, nein, das ist so weg. Das ist interessant. Ist es das mit den Debra? Das ist auch eine interessante Geschichte. Die Firma Debra ist hochseriös gewesen. Und zwar, die hatten eine riesen Verzinsung. Die Schwierigkeit, das System in der Schweiz von Debra war führig, Debra Zürich, glaube ich, war das sogar, dass du, wenn du Geld angelegt hast, die haben aus diesem Geld haben die Antiquitäten gekauft. Hochwertige Antiquitäten, der alte Debra, hochwertige Antiquitäten gekauft, haben die absolut professionell restauriert. Das war so ein Boom in vielen Sachen und haben das bei Sotheby's in großen Auktionshäusern mit einem Riesengewinn versteigert. Und das, diesen Gewinn wiederum, das ist die Verzinsung gewesen, wo das Debra-Konzept war. Also das war vollkommen seriös, muss man sagen. Hochwertige Antiquitäten einkaufen, ganz professionell nochmal schön machen und ganz dann schön ausgeschmuckt für die Superreichen als Geldanlagen und so weiter vermachen. Und da war zwischen dem Einkauf, der Restauration und dem Verkauf eine große Spanne. Und diese Spanne, Debra hat hier im Vergleich als Geldanlage eine riesen Verzinsung gehabt. Kannst du ganz normal machen. Die Schwierigkeit ist, dass sich natürlich für viele Deutsche das anbietet, Schwarzgeld zu vermehren. Damals war die extrem exorbitant. Er kommt zum Beispiel einmal, kommt er, wo er sagt, das ist immer angelegt gewesen auf, was nicht, auf 3 Jahre oder was. Und dann kommt der Harry zu mir und dann sagt er hier, hat er Zinsen plus Zinsen, das Geld er bei bar. Und dann so, Harry, es liegt dann bloß wieder rum, nimm es wieder mit und leg es an. Mit Zenger. Du warst ein Zenger, guter Freund von mir. Klein-Walserdal. Ne? Klein-Walserdal auch, ne? Das war aber Debra. Hm? Das ist Klein-Walserdal geworden, da hast du dich auch Anlagenmöglichkeiten geben, leg das wieder an, weil ich es nicht mehr bloß rum. Das hat gut funktioniert, ich brauche es nicht, er nimmt es wieder mit und dann kommt diese Scheiße mit der Steuer-CD. Und mein Geld war aber nicht schwarz. Das ist ja so wieder eine andere Geschichte. Und jetzt ist es losgegangen, dass der unheimlich über den Harry, bla bla bla, 30 Millionen in Weißenburg haben nur Schwarzgeld liegen gehabt, was sich da anbietet. Und jetzt kommt das Problem, auch der Debra hochseriös, aber jetzt kommt was, dass der Debra, ich weiß nicht, ein Herzinfarkt oder irgendwas hat es den, und dass irgendeiner damit gerechnet hat, er ist gestorben. Und sein Sohn hat das Geschäft übernommen und er weiß, dass nahezu das ganze Geld, wo bei ihnen ist, dass das Schwarzgelder sind. Ja. Das heißt, wenn er das einfach ungeschehen, es ist höchst unwahrscheinlich, hat er gemeint, dass hier die können es ja nicht einmal einklagen. Das war die Falle. Es ist nicht der Debra gewesen. Es war ein absolut seriöses, extrem hochverzinslich auf einem grundgenialen Konzept aufgebaut, wo es eigentlich nur Gewinner gibt in der Richtung. Es gibt nie nur Gewinner, aber. Und dann ist es das Einige, wo dann sagt er, ich weiß nichts von dem Geld. Was soll der denn? Klagt es doch ein. Das war diese, und dann haben welche das gesagt, denn die war das dann, die waren so sauer, und so kommt dann dieses Depreis an Tage, und da war ich halt in der Liste mit drin mit meinem Geld. Wenn Sie mir sagen können, wo das Geld herkommt, sind wir sofort, konntest du ganz normal anlegen. Auch meine Sache in England mit meinen Shares, wie ich umgezogen bin nach Röttenbach, da habe ich also normales Geschäftsgeld, auch vom Harry, in England angelegt, was ich nochmal, 50.000 Mark oder was das waren. Und zwar waren damals die Verzinsungen in der Lebensversicherung, das war übrigens offiziell aus dem Geschäftskonto jetzt auch, angelegt mit einer tollen Verzinsung auf 5 Jahre. Verzinsung weiß ich nicht mehr. Und dann ist es während dem Zeitraum, das ist die Raiffeisen, wo ich stinkesauer war, kennst du die Geschichte noch? Dass ich also hier das nach 5 Jahren war, das zurückzahlt mit Verzinsung. Und da kriege ich während dieser 5 Jahre, kriege ich hier Englisch ein Brief, irgendwelche Shares. Es ist damals umgewandelt worden, nämlich diese Versicherung oder die Geldanlage ist in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden und ich habe Shares gekriegt. Weil ich ja Geld anlinke, weil ich ja Teil habe, hat alles der Harry gemacht. So, ich mache das und dann kriege ich Shares und dann kommt seitdem, war lange Jahre, ist alle Jahre, ist ein Scheck gekommen mit Pfund. Das ist umgerechnet worden, das 189 Euro, mag jetzt umgerechnet einmal 160, dann wieder 250. Es war immer so ein Betrag, alle Jahre kriege ich einen Pfund Scheck. Und das war ja selbst, wie ich aus dem Laden schon draußen war, ist der Scheck gekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich da Shares, dass ich da Anteile gekriegt habe, weil die das umgeformt haben. Und wie ich auf Röttenbach bin ich, wie heißt der von der Sparkasse? Der Schippstadt. Nein, nicht der Schippstadt. In der Schiller. Der Schiller. Schiller. Da gehe ich ja Schiller. Bei Schiller sage ich, ich habe da immer Shares, den Scheck, kann man das nicht irgendwie auflösen? Da sage ich, ja, das sind Aktien. Aber ich wusste wirklich nicht, was das ist, weil mein finanztechnisch hat alles mal ehrlich gemacht, hat mich null interessiert.
Und dann hat er das aufgelöst, das war da auch. Und da habe ich dann in Württemberg noch mit reinpumpt, die Küche neu gemacht und alles schön gemacht. Was jetzt da passiert ist, dass die 5 Jahre rum waren und ich kriege nichts. Und dann forsche ich nach und dann hat sich herausgestellt, dass die Raiffeisenbank das Geld auf ein Konto gebucht hat, was das verkehrte Buchungskonto war. Ich habe das dann am Ende mit viel Recherchen zwar das Geld zurückgekriegt, aber die Verzinsung habe ich nicht zurückgekriegt. Ich glaube, ich war in 5.000 oder 6.000 Mark gewesen, was Zinsen gewesen wären in 5 Jahren. Und das war eindeutig nicht mein Fehler mit der Raiffeisen. Ich habe das angegeben, die haben das überwiesen, aber das war irgendeine Kleinigkeit, nicht unter meinem Namen von die Shares, und dann ist das Geld einfach auf dem Konto gewesen und es ist dann zwar wieder zurückgekommen, aber die Verzinsung war nicht, weil das da nicht aufgebucht worden ist. Und dann habe ich mit der Raiffeisen die Order gemacht, die haben mir das nicht ersetzt. Und dann habe ich so mit den Banken, war ich richtig sauer. War zwar außer Spesen nichts gewesen, aber es ist ärgerlich gewesen. Banken halt, in der heutigen Zeit. Viele, viele Geschichten in Geschichten in Geschichten. Und das ist so schön, wenn man nichts damit zu tun hat, mit dem Scheißdrecksgeld. Das war ja das, wo ich 96 gesagt habe. Und der Cut, um das abzuschließen, datum. Erzähl mal, wie Hochzeitstermin. 11.8. Die wollen, wenn du die Wiedergeburt des Christus liest, seit 6.000 Jahren läuft das Leben absolut synchron. Der Punkt, wo ich meinen Laden aufgemacht habe, den Punkt, wo ich den Laden zusperre, wo ich sage, ich habe die Schnauze voll, die 3 Tage Wiederauferstehung, die Datum ist immer dasselbe. Das kommt erst im Nachhinein, wenn du feststellst, es ist ein statisches Ganzes, wo es keine Zufälle gibt. Interessant beim Redo. Der Redo, die wollen heiraten möglichst schnell. Dann ruft er an auf dem Amt und dann sagt er, wann kann man schnellstmöglichst heiraten? Ich weiß, Diana. Diana weiß. Diana. Wieder angerufen hat, welchen Hochzeitstermin. Und dann sagt er, den ersten Termin, wo ich ihn ergehen kann, ist der 11.8. Ja. Redo sagt, passt. Wieso passt das? Weil er die Wiedergeburt des Christus gelesen hat, dann schaust du mal, da kommt der 11.8. nämlich vor. Das ist auch so ein Kapppunkt. Wenn du das drin hast, 11.8., Cut, passt. Es gibt keine Zufälle, wenn ich mir was raussuche. Die ganzen Redobrösel, alles, was Diana, die Namen, Nomen ist, Omen des Oberhänsli, all das ist eine Struktur aus einer absolut statischen, göttlichen Matrix. Ohne Esoterik, ohne irgendwas, strenge Arithmetik, im Anfang ist das Programm. Ein vollkommen neues Weltbild, das aber letztendlich irgendeiner da sein muss, der das erlebt oder sich ausdenkt. Und den Schuh, was du dir anziehen müssen, das bist du. Ich bin es Gott sei Dank nicht. Ich meine jetzt natürlich den Uhr. Ich bin bloß eine Spritze, die aus dir rausspritzt und dann Juhu sagt, jetzt geht's wieder heim. Tschu, jetzt geht's wieder heim. Schöne Geschichte. Geschichten in Geschichten. Und du wirst jetzt lachen, jedes einzelne Leben. Jetzt sage ich bewusst einmal von euch, was meine Leben sind. Jedes dieser Leben ist ein spannendes Leben. Es ist nur, wenn du drin steckst, ist es oft scheiße. Im Nachhinein, mein Musterbeispiel ist immer meine Bundeswehrzeit. Wenn ich jetzt die 4 Jahre Bundeswehr erzähle, kann ich so geile Geschichten erzählen, was mir alles erlebt und wie toll das war. Und während ich da drin gesteckt bin, war das die Hölle. Das holen, bitte? Es war die absolute Hölle. Hab nur auf Dienstschluss oder auf Ersatzteile gewartet. Und es hat sich gezogen ohne Ende. Und Blödsinn gemacht, und Blödsinn gemacht. Und die 20 Jahre, also 17 Jahre eigentlich, wo ich im Laden war, auf dem Dach genau 17 Jahre übrigens, wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich raus, die sind von der Zeit. Also die 4 Jahre Bundeswehr hat gefühlsmäßig fünfmal so lange gedauert wie die 17 Jahre. Da habe ich Spaß. Das hast du auch, wenn du Geschäft hast und Sorgen und auch dasselbe in Grün. Das ist nicht nur heiliger Sonnenschein, dann musst du dich ärgern, dann kommt die Lieferung nicht, dann haut das wieder nicht hin, dann zahlt der nicht und der nicht. All das Zeug. Wenn du drin steckst, ist es anders, wie wenn du dann rückblendest, sind eigentlich nur noch die schönen Zeiten da. Bundeswehr kann ich nur die ganzen Geschichten erzählen. Die Stunden, wo ich nur auf Dienstschluss warte oder was, bis oben hin, wo es mal gegen Keks geht, nicht, dass das schlimm war, das ist dann weg. Und jetzt die 25 Jahre, seit ich sage, wie Nadja und Klaus auf Weißenburg kommen, wie die sagen, sind 8 Jahre. Ich sage, die sind doch erst vor 2 Jahren nach Frankreich gezogen. Ich habe das nicht fassen können, dass es 8 Jahre waren. Oder jetzt bin ich 14 Jahre in Weißenburg. Und vorher war ich in Rettenbach. Dankeschön, ich denke, 14, 15 Jahre bin ich jetzt in Weißenburg.
Kann denn das stimmen, glaube ich? Lemmersverbund, 4 Jahre. 4 Jahre. Ach, da hat so ein Chinesen im Rucksack. Wann bist du dazu gekommen, Martin? 92. Ah ja, 92. Und dann 96. 92 ist eine gute Zahl, das du da. Ich bin jetzt immer hier Generalmajor, bla bla bla. Das ist immer, du hast in der Erinnerung, das habe ich oft erzählt, wenn du jetzt zurückerinnerst, wenn du jetzt zum Beispiel ein normaler Soldat bist. Du kommst, mach mal Grundausbildung ganz am Anfang, bist Gefreiter, Hauptgefreiter. Aber in der Grundausbildung ist ja noch der Respekt und da ist ein Zugführer, der ein Stufz, wenn du hast, der ist. Boah. Und wenn du zum Kompaniechef musst, meistens ein Hauptmann, wenn du zum Kompaniechef musst, dann ist das wie. Chef. Da stehst du hier, oberster Boss oder der Spieß, wenn du nur Ahnung hast, das lächelt sich natürlich, Hauptfeldwebel, da stehst du da hier ohne Ende. Und das, wenn du jetzt dich zurückerinnerst, ist immer irgendwie das Raster noch da. Und ich habe das auch ein paar Mal schon erzählt, wo ich dann so einen Film über die Bundeswehr sehe. Und dann ist hier General, Brigadegeneral sowieso. Irgendeine Rede vom Reden und dann schaue ich das Datum an. Du siehst das normal, du bist wieder militärisch und General ist natürlich, oder auch Oberst, Bataillonschef, Oberst ist hier ein, ist ja schon ein Spieß oder Hauptmann, was Großes, wo du einfach Autoritätspersonen, wenn du siehst, wie wenn du zum in der Schule als Kind ist der Lehrer autoritär, und wenn es zum Direktor musst, zusammen, das ist ungefähr der Kompaniechef. Zum Direktor, wenn jetzt du müsstest ins Ministerium hier, ins Schulministerium, wo der Direktor wieder ein kleines Licht ist, und dann ist da so ein Typ und der erzählt dann von der Bundeswehr und dann schaue ich, dann wird unten das Ding eingeblendet und dann rechne ich es nach. Ich sage, verdammt nochmal, wie ich entlassen wurde, war der noch nicht mal auf der Welt. Und dann merkst du wirklich, wie du alt bist. Und dann merkst du wirklich, wie du alt bist. Wie ich entlassen wurde, war der noch nicht mal auf der Welt. Das ist, und du kriegst es ja nicht mit. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt dich als Geist, der den Wechsel erlebt, dass du dir eingestehen musst, du hast dich nie verändert, du wirst ja nicht älter. Ich merke das jetzt bei der Inge in ihren alten, klapperigen Skelett, wo bloß noch eine Haut drüber ist, wenn sie aus die Augen rausschaut, dass die sagt, die darf so viel lernen jetzt, dass sie merkt, aber die Inge, dass das rein, wenn du bist und grübelst, du denkst dich halt jetzt so aus und vor 50 Jahren, auch jetzt, das war jetzt, wir blättern bloß zurück. Es kann immer bloß jetzt sein, denkst du, die Dinge mit 30 oder mit 40. Es ist jetzt und dann will man aus dem Gefängnis raus. Irgendwann merkt man, das ist eigentlich wie so, versuche ich mein Gefängnis am Leben zu halten. Aber schon wieder, ich will weg. Immer das Spiel zwischen Zukunft und Vergangenheit. Peter, muss ich dir das erzählen? Sitzt er da. Das ist irgendwie, und du kannst nichts machen. Das ist wie ein träumender Geist, der auf Gedeih und Verderb das über sich ergehen lassen muss. Und dann, wo liegt jetzt meine Freiheit? Unverstanden sein. Im Einverstanden sein. Selbstmigration, die beste Medizin, die es gibt. Oder geht er nicht in dem Moment, wo ich dir das jetzt erzähle und sage, du sagst auch, wenn ich einverstanden ist, wird es besser. Ich versuche jetzt einverstanden zu sein. Ist es Kaufmannsdenken, weil du was erreichen willst. Du willst den Reichen der Gesundheit erreichen. Du hast noch nicht, dass alles, was du versuchst, immer nur eine Seite ist. Das, was du bist, du musst dich wieder erinnern. Du musst dich bedingungslos wieder erinnern. Das ist der große Spiel. Und ansonsten ist immer wieder hilft gegenseitig, aber mach dir sehr große Gedanken, wen du hilfst. Das, was du für einen anderen tust, ich sage, ihr kennt mich jetzt lang noch. Mehr wie alle anderen, das ist ja so der älteste Kann hier, wo da sitzt. Dass ihr mit dem Helfen immer weniger, ich habe in Redo auch alle einmal in der Geschichte, wenn man noch normal ist. Und dann habe ich gesagt, Redo, ich muss jetzt gleich nachschauen, es war schlimm. Wie ich, eine der ersten Male, wo ich in Bangkok war, gehe ich aber in den Seitenstraßen rein. Und dann gehe ich um die Ecke rum, in Almena habe ich das erzählt, und dann sitzt eine Frau dort mit einem Kind, machen wir mal ganz kurz nochmal Handy. Handy, gib mir mal ein Kind mit Wasserkopf. Mal gib mir das. Kind mit Wasserkopf. Kind mit Wasserkopf, Bilde. Da schaut doch der Bezi an. Danke fürs Kindemail. Was ist jetzt? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Ich bin jetzt irgendwo hinkommen. Ja, ja. Machen wir mal, weil das waren die ersten Sinne. Das sind die. Ja, das machen wir schnell weg. Und ich gehe um die Ecke rum, da sitzt eine Frau am Straßenrand und bettelt und hat neben sich ein armer Kind mit einem Wasserkopf. Und ich habe so einen Mitleidsanfall gekriegt. So habe ich noch nie mein Leben gesehen gehabt. Der ganze Urlaub war total, der war Urlaub. Gleich haben wir's.
Da war ich dermaßen schockiert. Das war ein Mitleidsanfall. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Frau ist gesegnet, die hat Geld verdient wie die Sau. Was Besseres hätte ja gar nicht passieren können. Diese Bilder sollten passen. Das, oder? Nein, nein, nein. Mach die Bilder als Ganzes. Du kannst sie doch abrufen. Bilder, das Bilder machen und dann du das groß machen. Das ist doch kein Wasserkopf, und du wirst dich wundern. Alle Bilder. Das, alle Bilder, genauso alle Bilder. Ist es. So, jetzt. Guckst du. Guckst du. Das suchen wir jetzt mal ins Rost, das sind ja die heftigen. Das ist ja immer noch der Verlust, heißt das, glaube ich, da auf der Teil. Das ist nicht das. Das ist komischerweise im Handy sind andere Bilder wie im Computer. Redo. Das ist mir schon oft gefallen, wenn du im Handy was suchst, kriegst du ganz andere Aussagen. Das stimmt. Das war's, das habe ich dir gesagt. Na, das ist es nicht. Wie komme ich ihn zurück? Kriegst hier am Pfeil, zack. Da. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Schöne? Hier. Wir haben nur heftigere gehabt. Nein, das ist doch, das sind doch nicht die richtigen Bilder mit Wasserkopf. Da, den habe ich. Bitte? Wie mache ich das jetzt ganz, dass es ja, groß klar. Ist? Aufziehen. Aufziehen. Genau. Das hier mit dem Schwarzen. Na, mit dem Kind, das ist teuer. Das Schwarze ist auch gut. Das Schwarze ist auch gut. Das Kind, ich krieg's nicht an, ich krieg's nicht und da ist es. Das ist. Ja, genau, das ist es. Da Geschäftsmodell. Das habe ich übrigens in Thailand, da ist irgendein Teil mit dabei. Das ist es. Oh ja. Das ist krass. Oh, ja. Wenn du mal schauen willst, hast du schon mal gesehen? Das war der. Ja, das habe ich auch. Sei mal. Es ist Alien. Du, das sind Alienköpfe und die Kleine, der sitzt. Ich habe ein Mitleidsding gewischt. Das Bild hat mich verfolgt. Dieter, das hat mich verfolgt ohne Ende. Bis du das umdrehst, das sind Bilder, das hat mich Wasserkopf. Ein Mitleid, wo ich sage, in Thailand, du warst gar nicht da, wo ich in Thailand war, ist eines der ersten Male und ich gehe um die Ecke rum, da sitzt eine Frau dort mit einem Kind mit einem Wasserkopf. Das war wie Alien, das war ein kleiner Körper mit so einem Kopf oben drauf. Jetzt hast du gemeint, das stimmt nicht und dann habe ich so einen Mitleidsanfall gekriegt. Das ist die Bilder, du reagierst wie eine Maschine. Im Nachhinein ist in der Geschichte, ist es, die hat einen absoluten Segen, die verdient ein so ein Schweinegeld, mit einem normalen Kind verdienst du nichts. Das ist, du musst es vollkommen wertfrei sehen, eine Einnahmequelle, die war absolut die Hochverdienung. Weil eben so Deppen mit Mitleidsanfällen, die ich dann nicht gut kann. Unser Thema war es helfen. Ich sag, wenn du hilfst, hilf, aber mach dir Gedanken, ob du einem Geist hilfst oder ob du. Das ist jetzt unser Spiel, jetzt können wir das gleich ausreden, die Geschichte Holger und Campo. Unabhängig davon. So, ich habe auch 24 Nachrichten von Campo. Die Katz nicht anders. Die Katz, das sind Leute, jetzt nichts vom Campo. Es ist Campo ist jetzt wieder Klaus, bloß dass da mal der Gedanke, der ist, weil mir in Denken. Und für jeden, der sich in Campo denkt, denkt sich seinen Campo. Und da wissen wir, dass die Romy sich an einen komplett anderen Campo denkt wie der Holger. Und dann hier der Nerd hat ihn ansetzen. Betty ist es nur Normie. Ich habe auch Nachrichten gekriegt. Ja. Bei mir war er in der Wohnung. Und jetzt ist es ja so, aber bei mir will ich gar nicht reden, ich habe es nicht erzählt. Bei mir ist immer Vater und ich gehe jetzt den Weg und ich bin. Und der war ja einmal kurz im Weißenbuch, wo er bei euch noch war und dann sitzt er da. Es ist eine lehrreiche Geschichte. Ich war am Computer, er hat dann erzählt. Und da muss ich euch jetzt gleich sagen, ich sage, wenn ich das jetzt aufnehme und du hörst zu, du redest, sabberst mich seit 15 Jahren vor, dass du es ja verstanden hast, dass alles gut ist. Und dass dir bloß ums Ficken geht und die Romy und ich liebe sie so und die Romy und ich will ficken und die kann doch gar nicht sein, dass eine Frau ihr das vormacht. Ist keine Angst, das kriegen die nicht mit. Es ist ein Gespräch unter uns zwei, dass eine Frau, ich kann dir alles erzählen. Aus seiner Sicht alles, ich weiß alles. Aus seiner Sicht. Und ficken und es gibt nicht das Dian und bla 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 und ficken und nochmal ficken und so. Und du meinst, du hast irgendwas von Holofeeling verstanden. Und dann Geld und er ist ja so frei und dann jedem bummt er an. Ich sage, das ist alles gut. Ich frage, ich gebe, wenn einer was ist, wenn er sagt, ich brauche Essen, Trinken. Aber doch nicht für BMW-Motorrad. Ja, in einem Tag. Ich sage, das ist hier, du, ich würde so gerne wieder einen Lamborghini fahren. Peter, kennt man nicht einmal ein bisschen. Fundraising. Es ist Udo, so. An einem Tag. Von ja. Was will er von dir? Ficken? Ja. Nee, ich ging um den Motorrad. Nö.
Aber nur homophil. Und Vater, bei mir, meine Videos, Vater, und ich habe alles verstanden und ich gehe jetzt den Weg und bla bla bla. Und er schmorotzt sich überall durch. Sorry. Er ist auf der anderen Seite der Arbeitstier. Und es sind alle das Schlimmste, wenn eine Holophilie benutzen, um ihren ganzen Schwachsinn zu rechtfertigen. Du kannst mit Holophilie, aber meine Marion ist, die macht ihr Teil, die hätte ihren Haus am Leben, dass ich das machen kann. Da müssen wir nicht reden. Ja. Ihr kennt den Hintergrund. Ihr, wenn ich jetzt auch mal jeden Geistesfilm in dem Programm, der da sitzt. Aber bei ihr ist so köstlich, sie ist einer der Besten in Holofeeling, wo ich kenne. Seid ihr alle, die spielt euch Holofeeling technisch an die Wand. Die hat noch niemals irgendein Buch von mir gelesen. Nicht eins, die hat nicht alle eins, nicht ein einziges dieser Bücher gelesen. Sie hat die drei Schattenfrau geschrieben, die Geschichte kennt er auch. Wobei sie, keiner weiß weniger, was in den Büchern drinsteht wie sie. Sie macht das, was sie macht, macht sie perfekt. Und das ist ein Herzchen von einer Seele. Sie hat Selbstgespräch, ein aller einziges haben wir mal miteinander angehört. Eins miteinander. Da habe ich aber dann schon gemerkt, dass sie am Ende die letzten 10 Minuten trampelt, weil sie langweilig ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sie ist absolut die absolute Könnerin der Holofeeling-Regeln, wenn sie es braucht, weil sie mir ans in Kampf anbietet. Weil da ist plötzlich alles bei ihr da. Das ist gut. Weil du kannst ja mit Holofeeling alles hindrehen. Ja. Sie dreht sich das dann genauso hin, wie sie es braucht. Udo, darf ich ein Beispiel erzählen? Udo, ist doch noch was. Wir sitzen dann, wird das. Ist doch noch was. Nee, Spatz, nee, ich bin schon satt. Ich hab doch heute Vormittag schon was gegessen. Beweis es mir. Das ist mein Und das ist dieses Phänomen, ist so das Campo-Phänomen auch, dass die gar nicht merken, dass ich sage, du redest von Freiheit. Und da ist immer wieder, wenn einer kommt, hilf. Aber die Frage, einer, der Holofeeling lebt, wird solche Sachen gar nicht stellen. Der wird die überhaupt nicht stellen. Das ist Geld oder was? Das muss. Ich sage jetzt, mach mal, ich konstruiere jetzt für die Romy, du hast, wir haben das ja lang und breit geredet, so, du bist selber schuld. Warum gibst du? Er hat ja schon mal. Pass auf, ich sage jetzt, wir machen mal folgende Situation. Der Campo, Holofeeling-Mensch, ist ja Bruder im Geiste, wenn er Holofeeling macht. Der hat jetzt einen Job und braucht eine Fortbewegung, hat gar nichts. Und er braucht, um den Job, dass er auf die Arbeit kommt, braucht er ein Fortbewegungsmittel. Er ist so demütig, dass er sagt, okay, such so alles. Funktioniert nicht, es reicht mir ein Moped. Es reicht mir ein Moped, bloß dass ich da hinfahren kann, weil das 10 Kilometer oder 15 Kilometer sind. Dann kannst du ein Moped, wo du 100 Stundenkilometer fahren kannst, kriegst du für 1000 Euro kriegst du eine neue 125er und für 300 Euro kriegst du eine gebrauchte, die 100 fährt. Okay, und dann kann er mit dem Moped, ich brauche das, dass ich den Job machen kann, dass ich da hinkomme. Das ist Demut. Sofort, wenn er das sagt, sofort gebe ich die 200 Euro, wenn du das kannst und die über hast. Ja. Er hat aber gefragt, ich brauche 2000 Euro für BMW. Ja. Jetzt pass auf, der kann mit der BMW nicht schneller fahren und er fährt bloß mit dem Motorrad. Hätte er einen Gebrauchtwagen, einen billigen oder was. Ich sage, er ist also dämlich, dass er sagt, mir reicht ein Moped, ein Motorrad. Aber was ja noch dazu kommt, dass wenn du ein BMW hast, dass die BMW, nur die Versicherung und die Steuer von einer 2000 Euro gebrauchten BMW, kostet ja richtig dick Geld. Ja. Da ist ja die 2000 Euro auf 2-3 Jahren ist ja fast dieselbe Summe. Und dann beißt sich das schon, dass ich sage, das muss wirklich nicht sein. Also da bist du einfach dumm, weil wenn es um Fortbewegung hätte, er für 300 Euro oder für 1000 eine neue. Die dann übrigens fast nichts, die 125 in der Versicherung, fast überhaupt nichts kostet. Also das ist Ego. Aber was sich dann natürlich herausstellt, und ich zeige dir das in Raten, dass er dann plötzlich merkt, dass er den auch anpumpt für den Wohnwagen und den pumpt da an und der hat ein Geld gegeben und den pumpt da an und jetzt geht dann irgendwie, das taucht dann plötzlich auf, sag ich, was mache ich eigentlich? Ja. Hat das irgendwas mit Holofeeling zu tun? Könnte aber auch arbeiten gehen. Das hat er sich nicht ausgedacht. Das Jahr. Nein, es ist eine Figur, nochmal und jetzt Cut. Das war nicht in seinem Cut. Nein, das ist in seinem Programm. Cut. Was ist der Campo jetzt? Es ist ein Campo, den Campo, den die Romy sich denkt, ist ein komplett viel komplexerer Campo, wie er sich denkt. Der hat auch seinen Teil. Und wenn jetzt hier. Jetzt mal der Heiner den Campo denkt, für den Heiner, der kennt zwar grob, aber sonst weißt du von dem gar nichts. Betty kennt ihn gar nicht. Ich hätte voll einsteigen können. Verstehst du? Wir haben plötzlich viele verschiedene Campos, wo ich auch sage, du denkst dir einen Udo aus, der ist so, wie du ihn dir ausdenkst. Ich bringe dir welche, die sagen, ich bin das totale Arschloch.
Was jetzt aber interessant ist, dass die, wenn die in dir auftauchen, dass ich dir garantiere, dass nicht ein Allereinziger mich wirklich persönlich kennt. Er hat eine Meinung von mir, die es nicht gemacht hat, weil er nie richtig irgendein Selbstgespräch oder irgendwas, die wissen jetzt von vornherein, die wissen nach ein paar Zeilen schon, wenn sie lesen, der Sicherheit des Gottes in der Spinne. Selbst das erkläre ich alles. Das heißt, die, die mich kennen, denken alle eigentlich relativ gleich von mir, und die, die schlecht von mir denken, die sind natürlich auch die einen wie die anderen wieder nur Gedanken, die du dir denkst. Das wird Gedanken, es geht nur um Gedanken. Aber wir müssen in der Ebene trotzdem kommen, darum sage ich, wir sind eine Familie. Zu Betty habe ich gesagt, du wirst merken, wenn du da in die Tiefe gehst, das sind so unterschiedlichste Charaktere und Leben. Von jetzt, wenn man einen größeren Raum in, was also hier ein paar Vorträgen, wo eigentlich irre ist, dass da ein gemeinsamer Nenner da ist. Und sagt, der gemeinsame Nenner ist der, der sich die ausdenkt. Der hat aber komplett vergessen, wer er ist. Und da kommen diese Sätze, was ich euch erzähle, ist weder religiöses noch esoterisches und schon gar kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches oder medizinisches Geschwätz. Weil ein Mediziner ist genauso programmiert, es ist ein Computer, der baut Bilder auf, du bist dieser Geist symbolisiert, der seine ständig wechselnden Bilder sieht. Und der, die Ursprung dieser Bilder ist die Datei und die Software. Das ist das, was ich Schwamminhalt nenne. Das ist eine vollkommen neue Metapher. Die bestimmt, was für Bilder du magst. Wobei ich jetzt schon ein paar Mal erklärt habe, dass auf der Software eigentlich alles da ist, du aber bloß ganz gesilte Sachen immer dein Leben halt erlebst in einem kleinen Bereich. Standardbeispiel, wiederhole, wenn du dich jetzt, wenn du träumst, an den Computer hinsetzt und ins Internet gehst, musst du prinzipiell wissen, du könntest alle Internetseiten aufmachen. Ich habe so oft erwähnt, was meint ihr, was du erfährst, wenn du plötzlich einmal die Mühe machst, in ein ausländisches Internet zu gehen. Ein Spiel, das ich dir zeigen kann, dass man mal dieselben, nur bei Wikipedia, Wikipedia-Eintrag in Deutschland und Wikipedia-Eintrag in Israel oder in Iran, es gibt ja Iran-Internetseiten, japanische Internetseiten, und da gibst du bloß einmal Jesus Christus ein, und dann tust du die Länder unten bei Wikipedia, sind ja komplett andere Einträge. Dass in Israel der Begriff Jesus Christus nicht schlecht oder was, aber ganz anders beschrieben wird von der jüdischen Sicht wie von der christlichen Sicht. Und die muslimische Sicht beschreibt ihn wieder ganz anders. Das ist, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt glaubst, dass ein, jetzt hast du mal die Frage, glaubst du, dass ein Jesus gegeben hat? Ich zeige dir welche, die sagen, das ist eine Märchenfigur. Könnte ich übrigens auch wissenschaftlich, jetzt normalerweise, es gibt keine normale wissenschaftlich-historische Schrift, da geht es ja schon los, wo ein Jesus Christus existiert. Der Name Jesus von Nazareth existiert nur in den vier Evangelien, im Neuen Testament. Vier Evangelien im Neuen Testament. Das ist das Einzige und es sind keine historischen Schriften. Es ist natürlich historische Schriften, was jetzt die Naturwissenschaft als offizielle historische Schriften sieht. Es gibt zum Beispiel den Herodes. Das ist eine historische Persönlichkeit laut Naturwissenschaft, der bla 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 vor Christus geboren wurde. Das findest du, der ist offiziell anerkannt. Aber der Jesus von Nazareth, der kommt nur in den Neuen Testament vor, das als nicht richtig geht. Und wenn jetzt Nagahama-Schriften und so weiter, diese ganzen alten Schriften, da wird zwar ein Messias erwähnt, aber selbst in denen fällt nicht das Wort Jesus von Nazareth. Da ist nur ein Messias. Und darum muss man unterscheiden und darum ist es definitiv, dass eigentlich Historiker sagen, es ist in keinster Weise eine historische Person, Jesus von Nazareth, aus rein geschichtlich, naturwissenschaftlicher Geschichtlichkeit ist es eine Märchenfigur, die sich aufgebaut hat. Jetzt wenn ich... Nicht mal Nazareth hat es gegeben. Ja, das ist hier, wenn man danach forscht, das ist rein, das ist eine Märchengeschichte. Jetzt ist es so, wenn du jetzt in einem Schwamminhalt ein muslimisches Programm hast, dass ich immer, da habe ich viele in Almanach schon schockiert, wenn du Leute fragst, wer ist eigentlich im Koran der höchste Heilige, garantiere ich dir jetzt, das impliziere ich, wenn du das ausprobierst, dass du wirklich fragst, jetzt, ich weiß es nicht, dann sagen viele, ich weiß es, ja, was meinst du? 80-90% sagen Mohammed. Ich sage, Mohammed kommt in den Koran überhaupt nicht vor, das ist der Prophet, der das im Auftrag Gottes geschrieben hat. Der Name Mohammed, den Mohammed als Ding an sich gibt es im Koran gar nicht, das ist der Autor gewesen. Okay, der höchste Heilige im Koran ist Jesus Christus, Jeschua. Aber er ist kein Gott. Er ist einfach nur eine unendliche Persönlichkeit, eine sehr, ich sag mal, eine sehr weise Persönlichkeit, der höchste Heilige, der beste Lehrer, der größte Lehrer. Und jetzt kommt es, erwähne ich so oft,
Er wird im Koran nicht gekreuzigt. Er wird im Koran zwar zur Kreuzigung geführt, aber dann muss ein anderer für ihn ans Kreuz und jetzt kommen dann die Geschichten, er ist nach Indien abgehauen und all das habe ich aus das Buch heraus. Hängt davon ab, was du liest. Im Christentum wiederum ist es dann diese Vergötterung. Und jetzt kommt der große Spalt, weil nämlich für die Moslems, die genauso wenig Ahnung haben wie die Christen, wenn man die Symbolik und dann die Arithmetik im Hintergrund versteht, und ich erzähle jetzt als Schöpfer all dieser Dinge, nicht als Udo, ich erzähle dir das jetzt, darum lasse ich dir das jetzt träumen, dass die Moslems, wieso haben die so einen unendlichen Brass, so einen Hass auf die Christen? Ganz schlichtweg und einfach, weil die Moslems zu Recht den Christen vorwerfen, dass sie die göttlichen Gebote verletzen. Für einen Moslem sind die Tora, die 10, die 5 Bücher Mose, sind für jeden Moslem, das ist gleich in der ersten Sure, das geltendes Recht. Das ist ja derselbe Stamm, das ist ja Ishmael, die kommen ja alle aus dem Abraham, sind ja nur verschiedene Zweige, die sich dann hier geteilt haben. Und es ist schlichtweg und einfach, der Moslem sagt hier, der Jesus, den du dir ausdenkst, das ist kein Gott. Das heißt, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und ein Jesus, den die anbeten, ist ein Bruch dieses Gebot, mach dir kein Bild von irgendetwas, einen Gott. Und die beten ihr Kreuz an. Und ich sage, da haben sie recht. Es ist natürlich kein Grund, wenn man in extrem hardcore islamische Länder geht, dass die ja praktisch mehr oder weniger die Christen so verfolgen und verdammen, wie bei uns die nicht geimpften verfolgt worden sind. Schon so. Da ist es ja eine Diskriminierung ohne Ende. Alles im Gutmenschen. Und wenn einer in dem Wahn lebt, dass er Recht hat, dann hat er Recht. Bis zum heutigen Tag. Und du wirst denken, du hängst in deiner eigenen Einseitigkeit. Aber die Symbolik im Hintergrund, das, was jetzt hier der Cut kommt, dass jetzt genau diese Gesetze, wenn du die hältst, nützt es nichts, wenn du meinst, unabhängig von dir da außen ist eine Welt. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel, da drunten auf der Erde, von irgendwelchen Sachen im Wasser. Im Meer selber. Im Meer sind keine Wellen. Das, die ganze immer, ich erkläre das ja so oft. Und das musst du wiederholen, weil man hört es und du wirst es in deinem Alter auch immer wieder vergessen. Darum sage ich, dein Leben, das du jetzt lebst, ist maßgeschneidert, egal wer du bist. Und du lässt dich ja, wenn mehr von dem inneren Weisen führen, das ist eine Suche selber. Und bitte hör auf zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Vater, ich vertraue dir jetzt, bla bla bla, der Campo. Weil ich dich erkläre, dass ich du bin und du schon wieder an Gedanken, einen imaginären Gedanken, eine Vorstellung, du machst dir ein Bild von Gott und denkst du den Himmel hoch, auch ein Meister Eckhart noch immer höher steigen, der sagt dann zwar, ich bin eins mit Gott, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn, sind eins, absolut eins. Es ist wahrlich, ich sage, es ist kein Unterschied zwischen mir und Gott. Dass er natürlich dann nicht an den Meister Eckhart denkt, oder wenn ich sage, sage ich immer, was für ich meine. Ich meine jetzt nicht das Pixelmännchen. Ich meine nicht den Gedanken Udo, den du dir jetzt denkst. Ich meine dich selbst. Ich bin doch du. So beginne mir doch das Spiel. Ich rede mit denen, der uns jetzt ausdenkt. Nur mit denen, die anderen gehen mir am Arsch vorbei, die sind schon weg, wenn ich woanders hinschaue oder was anderes denke. Wenn ich bloß jetzt mir assemble, seid ihr schon wieder weg. Aber ich sage jetzt das nicht als Udo. Und das Irre ist, das ist hundertprozentig sicher und jeder Geist, ohne jeder 13-Jährige, denk wieder an meine Esther, kann das sofort überprüfen und wenn das Kind, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes, diese höhere Ebene nicht betreten. Das ist kein religiöses Geschwätz, aber Meister, ich kann doch nicht zurückkriechen in den Leib meiner Mutter, in die Matrix. Ist doch stimmt, du bist mittendrin als Brösel. Solange du in dem Wahn lebst, dass du glaubst, dass du irgendwann in der Vergangenheit aus einem Affen herausgeboren wurdest. Aus Fleisch bist du Fleisch und bist verweslich. Ich habe ausgemacht. Du musst erkennen, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser, jetzt wenn ich noch weiß, dass Geist, Ruch, Geist und Wind heißt, wichtig, und Wasser. Das ist dieses Aufbäumen, das sind nur symbolische Bilder. Der Wind, der Ruch, der Geist, keiner weiß, woher kommt, wohin. Wo kommst du her, wenn du morgens wach wirst? Wenn du mir das erklärst, dann sage ich dir, wo du heute Abend hingehst, wenn du die Augen zumachst und einschläfst. Jetzt habe ich jetzt einen Gedanken von mir angesprochen, eine Figur angesprochen. Wo ist dein Körper, wenn du nicht dran denkst? Wie geistlos ist es, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass der immer da ist, im Meer, was ja dann doch wieder stimmt. Ich sage, du wirst von mir nie, wenn jetzt einer sagt, ja, mein Körper ist doch immer da. Sag ich, das ist richtig, aber wenn er im Meer da ist, existiert er nicht. Man muss jetzt mit der Vordersprache zuhören und dann wird es ein Kleinod an Perfektion.
Weil immer sein heißt nicht existieren. Was existiert, ist immer eine Welle. Und du siehst immer nur eine Seite. Das sind ganz einfache Metaphern. Ich sage diese kleinen hunderte von Beispielen, die kindgerecht sind, die jedes Kind, das neugierig ist, du musst wirklich, wenn heute Nachmittag die Esther kommt, die, wenn die immer im Blindfeld oder was, die Kleine hängt mir an den Lippen, die schaut, die war ja da mal, weil ich Physik wollte sie haben, in der Schule hat sie Physik, die da. Und dann ist sie eine Stunde gekommen und dann habe ich ihr die Relativitätstheorie erklärt. Das ist, die Physikprofessoren haben keine Ahnung, die sagt, das ist ja logisch, ist ja logisch. Und jetzt hat sie wirklich ein Problem, was mit dem BC reden, weil in der Schule, jetzt kommt unser Lehrerproblem, dass die so viele Sachen lernen muss. Wo sie jetzt erkennt, dass das Schwachsinn ist. Die 13, ja, 16, Entschuldigung, müssen wir im BC fragen, wie alt sie ist. Jetzt müsste 16 sein, glaube ich. Wer weiß es? 16? Ja, weil die Sachen, wo die aktuell waren, war sie 13. Darum bin ich da stehen geblieben. 16. Und jetzt ist es also so, dass ich dann immer sage, auch das, wie beim Beder, sind Puzzlestückchen, die zum Heiligen Ganzen gehören. Das ist nicht, dass du was lernst, was nicht wichtig wäre. Bis hin zum Kabelstecker. Es ist jede Spritze, die rauskommt, ist wichtig. Wenn du heute Morgen schon gesagt, ich wieder mache mal Johannes Offenbarung, wenn du bei dieser Heiligen Schrift ein Joda hinzufügst, das ist das kleinste Zeichen, das J, dann werden dich all die Plagen treffen, die in dem Buch beschrieben sind. Wenn du ein Joda weglässt, ein Tüpfelchen, dann hast du den anderen Himmelreich verloren. Und jetzt kommen die zwei Seiten, wo ich immer sage, sobald du das ausschließt, sind ja nur Konsonanten, mein Banim Benim. Es ist jetzt nicht nötig, dass ich die Fokalisationspunkte drumherum mache, weil man den Ennach kann man ja die Fassade, habe ich ja so oft gezeigt, das ist nicht nötig. Die ganzen israelischen Tageszeitungen, alles was du hast, ist unfokalisiert hingeschrieben, wird aber fokalisiert einseitig ausgesprochen. Fragezeichen? Sonst erklär das. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn ich einen unfokalisierten hebräischen Text habe, das ist ja so ein Mechanismus, den kannst du eigentlich gar nicht lesen. Das heißt, um ihn auszusprechen, musst du ja Vokale hinzufügen. Und wie man das auszusprechen hat, ist dann diese Masora-Bunde. Banim Penim, weiß nicht, Nick, ja oder nein, weil sonst gehe ich ganz kurz, ist klar, ja, da steht so. Nur, ja. Den I machen wir mal als Halbvokal weg, sag ich, Banim heißt das Gesicht, Angesicht, Aussehen, laut Langenscheid, und Penim heißt das Innere im Innersten. Und dieses von Angesicht zu Angesicht, da steht Banim El Panim. Panim ist Angesicht, Gesicht, Ansehen, von Gesicht zu Gesicht. Wenn ich jetzt das Penim El Penim ausspreche, das macht die Fokalisation, dann heißt das vom Innersten zum Innersten. Wahrlich, ich bin in dir, wie du in mir bist. Aber wir sind ja dann, wenn ich jetzt in dir bin und du in mir bist, wer ist das hier? Wer ist der Innerste? Das ist nicht die Betty und nicht der Udo, sondern der, der uns zwei ausdenkt. Und der kriegt das Spiel mit. Merkst du, was da für eine Psychologie und Physik in diesen einfachen Sätzen ist? Auch mit dem Keim, der unstet und flüchtig wird, weil jetzt im Gedanken um sich herum alles Mögliche ausdenkt und meint jetzt, der ist da und dort ist er nicht, obwohl alles, was du denkst, hier ist. Ist übrigens 100, ein Kind kann das sofort nachvollziehen. Bis du das Alter hast, dass du das nochmal wahrhaben willst. Ist nicht erreichbar für die alle. Sowieso nicht. Auf jeden Fall, pass auf, jetzt kommt das Schöne der zwei Seiten. Wenn ich jetzt das auch, wenn ich was hinzufüge, treffen mich die Plagen, wenn ich was weglasse, verliere ich den anderen der Heiligkeit. Dass das eine ohne das, es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Dass wenn ich jetzt das unfokalisiert dastehen habe, kann ich das nämlich nicht aussprechen. Wie war das nochmal mit dem Fass? Was ist ein Fass? Ich habe Worte dastehen, die schaue ich an. Wenn ich die jetzt denke, als Geräusche denke, sprich aus, kann ich ja im Kopf auch machen. Dann entheilige ich das. Und das ist das Wort Vers. Dann wird in mir was in Bewegung gesetzt, beginnt sich in mir was Informationen zu drehen, zu wenden, was an den Worten selber überhaupt nichts verändert. Das ist die Aussprache. Das bedeutet das Wort Vers, Förderte. Drehen, umwenden. Dann kann ich ja den Krebs, kann ich plötzlich, Krebs, wenn das da steht, ist Krebs. Aber sobald ich so denke, ja, was ist das, ein Schein hier, bla 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 bla, ein Sternzeichen, ein Ding. Und jetzt fange ich an, ich schaue immer die ganze Zeit nur das Wort Krebs an und ich interpretiere plötzlich, iteriere ich, wenn ich sage, jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Das ist in dem Moment, ist eigentlich schon ein einzelnes Wort auf Vers. Wo ich anfange zu drehen, zu wenden, alle möglichen Perspektiven. Und durch die Punktierung, die ja fällt aber jetzt in der klassischen Schrift, sobald ich was hinzufüge, die Punkte, durch das Hinzufügen der Punkte, wird nämlich automatisch was weglassen. Das heißt, das eine, die Radix, wenn ich jetzt sage Krebs
Und die Punktierung macht es aus, dass ich das Wort Krebs beziehe auf die Krankheit, auf das Schalentier, auf astrologische Sternzeichen, wenn alle anderen Sachen, was Krebs auch bedeutet, weglassen. Ja. Das ist genau, und das eine gibt es nicht ohne das andere. Mit dem Hinzufügen ist auch das Weglassen da. Durch die Einschränkung. Immer die zwei Seiten. Ein ganz simples Prinzip. Und was jetzt so viele, unendlich viele Worte sind, sind irgendwann einmal, so ich jetzt immer die letzte Zeit gehabt habe mit Manion, wo du sagst, ja. 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 Wo soll man da recht viel Worte machen? Wenn es verstanden ist, ist verstanden. Und was hat man eigentlich zu verstehen? Was man mit tausenden von Worten beschreibt, was kannst du rechnen? Ja. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Zumindest in einer Sprache. Du merkst, jetzt kann ich dann schon wieder viel heiter dazu machen. Ja. Erklär mir, wie funktioniert das? Du hast 5 Minuten Zeit, ich fange jetzt gar nicht. Erklär mir, um was geht es denn eigentlich bei Holofeeling? Ja. Ich fange jetzt gar nicht an. DVD, das V hast du ja so toll, ne? Also Versa, Tiegel. Das sind so Vielseitigkeit dann wieder und. Ja, Martin, das ist es. Jedes Wort wird ein Kleinod. Und jetzt nicht sagen, hier stimmt jetzt das oder ist das, es ist. Die Erkenntnis, dass wenn in dir was auftaucht, dieser Moment, den du auch nicht festhalten kannst, das ist ja schon die Stille. Selbst wenn ich jetzt sicher sage, ich kann ja mal versuchen jetzt, ich schaue das Weizenglas an. Ich habe das Beispiel nicht, bin nur ganz am Anfang, wo ich sage, du denkst jetzt an deinen Körper. Ich sage, du setzt dich jetzt hin, dann ist es automatisch, dass du setzt dich hin, lässt dich an den Körper denken, der du zu sein glaubst. Und dann machst du die Augen zu und dann hältst du die Luft an, wie ich bin, du glaube ich, im ersten Band. Dann hältst du die Luft an. Und jetzt stellst du dich als Geist neben dir und beobachtest ganz einfach mal deine Informationen, wenn du da sitzt und die Luft anhältst. Bin gespannt, wie lange, jetzt was du feststellen, du denkst. Du suchst dir, du musst beobachten, was du denkst. Du bist nicht der, der denkt, sondern der, der sich das anschauen kann. Das ist Bewusstsein. Das ist ja die klassische Form von Meditation, wo aber da immer noch diese Verbindung mit dem Ich ist, dass der wirkliche Kick nicht da ist. Bin gespannt, wie lange das ich das jetzt aushalte. Jetzt ist ein Gefühl da. Es ist nicht, dass wenn du jetzt nicht denkst in Worten, dass nichts da ist, weil du hast ja dieses Körpergefühl, das irgendwie immer mehr sich anspannt. Aber durch lang halte ich das nochmal aus. Warum mache ich eigentlich den Blödsinn? Was soll mir das jetzt bringen? Du magst es, du magst, lass dich einmal überraschen. Du hast permanent, du brauchst keinen Videorekorder oder was mehr, wenn du das machst, weil du suchst ja nicht raus. Du lass dich überraschen, was für ein Film läuft. Das ist der wirkliche Grund. So ein Blödsinn. Was wieder zum Augen, wo die Augen aufmachen und all das ganze Zeug. Immer darum wiederhole ich auch, dies auch in das Schwarz anschauen. Du liegst im Bett und dann schaust du Schwarz, ist auch, oder atmen, einatmen, ausatmen. Wie lange machst du das? Das Schwarz. Und dann denkst du an irgendwas anderes. Natürlich jetzt. Jetzt ist ja dann irgendwann nochmal, denkst du ja nochmal an Schwarz, dann denk immer diese Zeit. Das ist, nein, das ist jetzt. Ist es dann eigentlich noch finster, wenn du nicht mehr gezittert, ist es eigentlich die ganze Zeit hell gewesen? Schau mal, ich mache das hochinteressant, wir waren im Fliegenstall. Pass mal auf, bitte, pass auf. Jetzt zwitschern Vögel. Was? Vögel, hast du nicht, jetzt zwitschern Vögel, hast du jetzt nicht verstanden? Na hör jetzt. Ja, irgendwie. Pass auf, ich habe einen Fliegenstall-Vortrag. Einige auch bei mir, da sitze ich, da war mal in einem Baum, war es noch lauter, das ist ja schon in Almenau, habe ich das gemacht, unten. Alte Almenau-Hasen wissen, das sieht man noch unten, wir sitzen unten. Ein riesen lautes Gezwitscher. Fliegenstall war es ähnlich. Und die Leute haben mir zu, die hängen mir an den Lippen. Du blendest ja, jetzt wenn ich schon sage, du blendest dir alles aus, das ist schon die Falle, es existiert nicht. Man geht immer davon aus, halt, wir fahren die Betty holen, dann fahren wir am Ellinger Tor vorbei und ich sage, wenn der Holger zur Post fährt, da sind diese Schilder nicht. Nürnberger Straße, Schulhausstraße, das Zeug steht nicht da. Jetzt ist die Kreuzung, weil wir es uns ausdenken, weil ich darüber rede, wenn der auf die, er hat es ja auf dem Bildschirm. Es existiert nicht einmal das Ellinger Tor. Sobald ich mir jetzt das denke, ist da eigentlich an der Kreuzung das Ellinger Tor, denke ich es ja wieder. Nochmal. Jetzt ist Gott sei Dank meine Schaltung weg, die ist noch da. Es ist eine Welle, wo ich immer nur eine Seite anschaue. Okay, auf jeden Fall, wir sitzen da und es ist aufgenommen, ein Video, wo ich gefilmt war im Fliegenstall, bei der Fliegenstallgruppe war das noch, und dann mache ich Schnipp jetzt, so wie in Almenna. Schnipp, und jetzt pass mal auf, ich erschaffe jetzt was, und dann habe ich noch eine Pause gehalten, die schaut mich an, ich erschaffe jetzt was, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich erschaffe jetzt was, was jetzt nicht da ist, pass genau auf. Schnipp, jetzt zwitschern Vögel. Und ein wirklich ein Lärm von Vögeln.
waren die jetzt die ganze, haben die ganze Zeit gezwitschert. Und jetzt konstruierst du Vergangenheit. Was der Hammer ist, selbst ich bei viele, das ist jetzt live, jetzt hast du das auf dem Video und du hörst genauso gespannt dir dieses Video an und er sagt, und er nickt, jetzt zwitschern Vögel. Und dann ist das Zwitschern da, da haben etliche gesagt, Udo, ich habe zurückgespult, weil ich geschworen, dass das erst in dem Moment so ein Zwitschern, ich habe zurückgespult, weil ich geschaut habe, es war wirklich drauf. Und das ist schon wieder der nächste Fehler, wo drauf? Es ist immer, immer da, aber für dich nur, wo du den Fokus hast. Ja, du lebst schon immer diese Konstruktion von Vergangenheit, ist extrem, extrem heilig, dass du ein Gefühl produzierst, wenn ich jetzt die Conny zum Beispiel sage, das mache ich oft, Schnipp, Brille auf der Nase. Zack. Jetzt sofort da, spürst du den Nasendruck, war das die letzte Stunde die Brille da? Und jetzt denkst du an die letzte Stunde, aber was passiert dann? Du denkst jetzt an die letzte Stunde, das ist einfach nur, ich mache es jetzt einmal so, tabula rasa, und jetzt legst du deine Frage, habe ich eigentlich, jetzt ist natürlich die Frage, denkst du nicht, sondern du hast dieses Gespür und denkst an die letzte Stunde und hast in dem Moment, legst du dieses Gefühl drüber und du hast komplett deine Logik suggeriert, dass die ganze Zeit da war. Obwohl in dem Moment, wo ich sie auftauchen lasse, immer wenn was auftaucht, du siehst immer nur, wenn was auftaucht, aber nie, wenn es weg ist. Jetzt spürst du, die denkst du jetzt, ne? Den Rahmen, das merkst du an der Nase und jetzt beobachte mal, wenn die sich wieder auflöst. Keine Chance. Es kommt dann eine Stelle, wo ich jetzt, aber wir lassen das, das ist so intensiv und das wäre jetzt die klassische, wirklich klassische Meditation. Aber die führt dann in Osho und so in Techniken rein, die blöd sind, die wollen sich in die Stille meditieren und damit machen sie Lärm. Weil es ist wie mit dem Berg und mit da, sie wollen in die Stille, indem sie den Lärm wegkriegen. Und es funktioniert nicht. Du kriegst es los, wenn du beides verbindest und dann entsteht was vollkommen Neues. Und das Neue wirst du nie sehen, wenn du nur bestrebt bist, die positive Seite, dann bist du in dem chronologischen Wechsel. Okay? Was übrigens hochinteressant ist, dass ich mir jetzt hundertprozentig sicher bin, als der, der ich bin, dass jetzt die Brille... Wann hat sich deine Brille aufgelöst? Was soll ich meinen? Du bist... Und jetzt pass auf, in dem Moment, wo ich jetzt die Brille wieder anspreche, kannst du dir denken, dass ich vorher jetzt wieder nicht da war, aber das war nicht... Dieser Wechsel, das ist immer jetzt. Was so ein Lieblingsbeispiel ist von mir, Becky, ist, wenn dir im Denken zum Beispiel irgendwas passiert und dir meine ich, ich rede jetzt die Betty an, weil das ja eigentlich die jüngste Hase ist in dem Holofeeling-Kontext, dass dir bewusst wird, dieser schöne Satz, da bin ich neben mir gestanden, ist die Aussage, da bin ich unbewusst gewesen. Es kann oft sein, dass dir was bewusst wird und jetzt kommt mit Holofeeling das Erste, du bist das Bewusstsein und alles, was existiert, ist Unbewusstheit. Du siehst immer, in jedem, im Meer, immer nur deine eigene Unbewusstheit. Die Unbewusstheit ist nämlich das, was man sieht. Die Bewusstheit ist das, was man ist. Und in dem Moment, wo du jetzt irgend kommt dir was in den Sinn und dann wird dir bewusst, dass du sagst, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, da bin ich unbewusst gewesen. Dann ist das die Bewusstwerdung einer eigenen Unbewusstheit. Aber das Problem ist, dass du immer noch unbewusst bist, weil du jetzt meinst, du warst vorher unbewusst und jetzt fällt dir das auf. Aber diese Unbewusstheit denkst du jetzt, die dir bewusst wird. Und du magst dich schon wieder, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, da habe ich nicht aufgepasst, da bin ich unbewusst gewesen. Bewusst bist du, wenn du weißt, dass das nicht in der Vergangenheit war, sondern jetzt musst du das einfach neu kommen, neue Ebene vom Bewusstsein heben. Weil das kann dir nur jetzt bewusst werden, auch die Unbewusstheit. Und dann kippt es um, dass du alles, was ich denke, ist Unbewusstheit. Du bist Unbewusstheit, der ist sowieso Unbewusstheit. Ich bin dir. Und nicht einmal der ist bewusst, weil der auch unbewusst ist, weil ich mir denke.